Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Ich weiß nicht alles, und ich im Gegenteil, ich habe den Eindruck, dass diese Reise, auf die ich mich vor ungefähr 3 Jahrzehnten begeben habe, Dinge verstehen zu wollen, von denen ich nie geahnt habe, dass ich jemals danach suchen würde, dass die mich immer wieder auch demütig macht, weil ich nämlich sehr schnell feststelle, dass ich keineswegs alles weiß. Und gerade dieses Thema Urheberrecht, was ein Kern meines Engagements ist, ist eines, wo ich immer wieder feststelle, dass ich zwar ständig interviewt werde, aber ganz oft einfach den Schulterschluss oder die Rückbindung an Juristen brauche, weil es einfach so aberwitzig komplex ist. Und weil man ein Wort verwendet, was ein bisschen falschen Kontext aufmacht und plötzlich was ganz anderes gesagt hat, als man gemeint hat. Also ich weiß keineswegs alles, aber ich habe mich auf diese Reise begeben. Vielleicht ganz kurz nochmal, ich bin Komponist im Hauptberuf, richtig, Film, Hörspiel. Letzte Woche gerade hatte ein Film von mir, eine Musik von mir in Beirut Weltpremiere. Nächsten Monat ist ein Film von mir in Hof auf dem Festival, ein Spielfilm mit einer Musik von mir. Und ich mache auch sowas wie akustische Kunst. Das ist heute vielleicht deswegen vielleicht nicht uninteressant, weil darin durchaus der Zufall eine große Rolle spielen kann mitunter. Und also ein Output, der aus einer generativen KI kommt, durchaus eine Rolle spielen könnte, in so einer Art zu arbeiten in Zukunft, auch für mich. Ich bin vom Studium her, das ist ein bisschen kompliziert, das mache ich sehr kurz. Ich habe während der Schule angefangen, Geige zu studieren als Jungstudent, habe dann anschließend aber das erste Mal in meinem Leben lange Haare bekommen und professionell Heavy Metal gemacht. Das ist 30 Jahre her. Das war aber auch genauso doof. Und ich habe in einer Band gegen Geld gespielt, Musik, die ich nicht spielen wollte, und habe dann gedacht, das taugt alles nichts, ich brauche nochmal ein Zeugnis in meinem Leben. Habe Musikwissenschaft studiert, in der Annahme, ich wüsste alles darüber. Da sind wir nämlich wieder bei der Demut und bin zu meinem unglaublichen Glück direkt in der ersten Sitzung in die Einführung in die Musikpsychologie gegangen. Warum auch immer. Und ich habe plötzlich wirklich ungelogen, das war die erste Sitzung der Musikwissenschaft, die ich jemals besucht habe, und habe im ersten Moment verstanden, wie unfassbar viele Fragen man sich stellen kann und wie wahnsinnig aufregend das sein wird, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Und das habe ich dann abgeschlossen, wäre fast auch Musikwissenschaftler im Beruf geworden, war aber zu alt und niemand wollte mich bezahlen für meine Dissertation. Und deswegen bin ich dann irgendwo anders abgebogen, unterrichte aber heute ganz viel an vielen Hochschulen, an der Uni Basel, an der Uni Hildesheim und an der Popakademie Baden-Württemberg zum Beispiel im Bereich Musikwirtschaft. Ich glaube, wenn wir über Digitalität sprechen und wenn wir über den neuen Status quo, den wir gerade erreichen, sprechen, dann müssen wir den Weg dahin ein Stück weit nachvollziehen. Und das würde jetzt sicherlich nicht in 90 Minuten zu machen sein. Deswegen, das hat Stefan gerade schon angedeutet, Stefan Behrisch, beginnen wir im Umbruch Ende der 90er Jahre mit MP3 gewissermaßen den heutigen Blick zu richten. Von der Digitalisierung, die ich in Grundzügen aufzeigen möchte, gucken wir dann einmal ins Ökosystem, da wo mit Musik Geld verdient wird. Denn du hast gesagt, ihr seid ja alle schon Profis, und tatsächlich ist das ein ganz interessanter Begriff, der ist ein bisschen schillernd. Was ist denn Professionalität? Eine Möglichkeit, Professionalität zu definieren, ist über Erwerblichkeit. Also darüber, dass eine Nachfrage existiert und man bezahlt wird für seine Arbeit. Das ist nämlich Arbeit, was den meisten schon mal erstmal gar nicht so bewusst ist. Und das gucken wir uns ein bisschen genauer an. Wie sind da Definitionen? Wie sind die Rahmenbedingungen? Wie ist der Markt gestaltet? Wo hakt es eigentlich? Und dann mache ich einen kleinen Schlenker in die jüngere Politik, nämlich Corona-Pandemie, weil da ist jetzt dieses schöne, die Lupe, das Brennglas, wie es immer hieß. Die Corona-Situation hat uns nämlich sehr Grundsätzliches noch mal sehr viel klarer sehen lassen darüber, wie bei uns von den Rahmenbedingungen her, vom Sozialsystem her, vom staatlichen her eigentlich mit Kultur tatsächlich als Arbeitsfeld umgegangen wird. Und daraus leite ich ein paar To-Dos ab, um dann schließlich zu KI zu kommen. We, the undersigned, call your attention to the inherent injustice in exploiting our works without our consent, credit or compensation. Ich werde später sagen, was das genau ist, wer das gesagt hat. Tatsache ist, da unten sieht man den roten Faden, das wird uns begleiten. Das ist ein Status quo letzten Endes, der im Moment eine dringliche Bedeutung hat, von der wir vielleicht gehofft hatten, wir würden so nicht mehr darüber diskutieren müssen in der näheren Zukunft. Warum ist das so? Weil mit Aufkommen des Internets Konzernstrukturen sich verbreitet haben, sich festgesetzt haben, die ganz stark
in Eigeninteressen dafür gesorgt haben, dass die ganzen Versprechen, die wir immer gehört haben von Demokratisierung, von Teilhabe, von Zugang, immer ein Stück weit überformt haben von den Zugangsanbietern, die die Nadelöhre bewirtschaftet haben und die dafür gesorgt haben, dass ihre Vorstellungen letzten Endes garantiert nicht unter die Räder geraten. Wir haben es also mit einer dramatischen Geschwindigkeit von Entwicklungen zu tun, und was wir jetzt gerade mit KI erleben, ist eine Potenz dessen, was wir in den letzten 25 Jahren erlebt haben. Geschwindigkeit ist ein entscheidender Faktor an dieser Stelle, denn wer am schnellsten handelt, kann die Staaten vor sich her treiben und kann immer dafür sorgen, dass die Regulierung, das heißt die Rechtsetzung, einfach hinterherläuft. Wir haben es mit Kapitalinteressen zu tun, das habe ich anhand der Konzerne gerade schon einmal angedeutet, das werde ich natürlich noch ein bisschen weiter verfolgen. Und wir haben es mit Disruption zu tun. Und ich habe in meiner politischen Arbeit in den letzten 20 Jahren immer wieder auch Menschen getroffen, die gesagt haben, geil, ist disruptiv. So, also die irgendwas auf irgendwas hinwiesen und sagten, guck mal, ist das nicht großartig, das macht Dinge kaputt. Und ich glaube, es wäre kurzsichtig und vielleicht auch unangemessen zu sagen, alles, was Dinge kaputt macht, ist per se schlecht. Und ich habe eine Bitte, obwohl ich mich heute sozusagen auf die Kritikerseite begebe, von Anfang an zu bedenken, dass ich nur 90 Minuten dafür habe und deswegen nicht alles abbilden kann, was zu sagen ist. Mir geht es nicht darum, irgendwelche Teufel an die Wand zu malen, mir geht es auch nicht darum, Angst zu säen, sondern mir geht es darum, ein bisschen Aufklärung über Rahmenbedingungen und über Netzwerkstrukturen, Systemstrukturen zu liefern. Die Versprechen der Digitalisierung habe ich gerade schon einmal kurz angerissen. Demokratisierung, Freiheit. Immer wieder wird da erzählt, dass das Netz für uns eine Verkörperung von Freiheit sei. Zum Beispiel Freiheit von Meinungen oder von Informationen. Fortschritt. Technologischer Fortschritt, insbesondere im digitalen Bereich, wird als der Fortschritt schlechthin, als Innovation verstanden und erklärt. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, ist sowas wie Innovation in kultureller Perspektive oder die Zugänglichmachung einer neuen Erzählhaltung oder die Hinwendung zu einem Gegenstand, der bislang unbeleuchtet geblieben ist, fast nicht mehr als Innovation gegriffen in unserer öffentlichen Diskussion. Innovation ist in unseren politischen Diskursen zu 100% auf die Technologieseite verschoben worden. Und das heißt, wenn man technologische Entwicklungen kritisiert, ist man offenbar innovationsfeindlich. Wir haben es mit Verschlankungsversprechen zu tun. Cut out the middleman, do it yourself. Da kommen wir definitiv nochmal drauf. Wir haben es mit dem Versprechen von Nachhaltigkeit im wirtschaftlichen Sinne zu tun. Das Versprechen vor ungefähr 25 Jahren, 20 Jahren an die MP3-Isierung der Musikwelt war, dass es den sogenannten Longtail geben würde. Das heißt, wenn da jetzt die Dateien meiner Musik für unbefristete Zeiten frei zugänglich oder irgendwie bewirtschaftet rumliegen, dann wird es viel mehr als vorher der Fall sein, dass auch mein alter Katalog, also all das, was ich vor Zeiten gemacht habe, auch noch nachgefragt ist. Das ist durchaus ein spannendes Thema, werden wir heute nicht vertiefen können. Es ist nicht so eindeutig gekommen, wie es versprochen war. Es gibt im Moment aber durchaus auch Hinweise darauf, dass sich das unerwarteterweise noch ein Stück weit einlösen könnte. Das heißt, auch das muss man immer bedenken. Wir können ja immer nur einen Zeitpunkt angucken. Wir sehen immer nur Ausschnitte von etwas Ganzen. Und das haben wir ja vorhin in der Diskussion auch schon gemerkt. Wenn wir heute wissen oder ahnen zu wissen, was Stand der Dinge ist, dann wissen wir keineswegs, was in 30 Jahren der Fall sein wird. Das ist einfach so, das bleibt auch so. Nachhaltigkeit, Vielfalt sind im Moment ehrlich gesagt fast schon Bullshit gewordene Begriffe in der politischen Diskussion, weil nämlich tatsächlich, wenn man sich die Begriffe sehr ernsthaft vornimmt, man auf eine mit 17 Forderungen verbundene Katalogisierung der damit verbundenen Themen stößt, und in der Öffentlichkeit, in der politischen Debatte wird das runtergebrochen auf Klima und Öko. Weiß Gott nicht die unwichtigsten Themen. Und auch darüber könnten wir heute sprechen. Was bedeutet eigentlich KI technologisch betrachtet hinsichtlich des Ressourcenverbrauchs? Eine Debatte, die wir in den letzten 10 Jahren bezüglich Blockchain und NFT auch schon geführt haben und die auch nirgendwo hingeführt hat, weil nämlich diejenigen, die es gemacht haben, immer gesagt haben, es ist, wie es ist. Ja, ist halt Disruption. Mehr für alle. Das ist wieder so ein Versprechen, was gerade im Raum steht bei KI. Das wird jetzt Fortschritt bringen für die Gesellschaft. Wir müssen alle nur noch 4 Tage arbeiten und wir werden ein bedingungsloses Grundeinkommen kriegen, weil nämlich die Wertschöpfung so explodiert, dass wir alle im Grunde genommen gar nicht mehr arbeiten müssen, was der Hintergrund natürlich letzten Endes ist, dafür, dass man sowas überhaupt versprechen kann, muss.
Es wird gar nicht mehr genug Arbeit für viele geben in bestimmten Bereichen und das fängt jetzt schon an. Also diese Umwälzung beginnt gerade schon, während die Skepsis darüber, ob wir ein bedingungsloses Grundeinkommen oder irgendetwas Vergleichbares kriegen, gleichzeitig sehr, sehr stark steigt. Die Allmende, das Gemeinwohl, Caring is Sharing oder umgekehrt vielmehr Sharing is Caring, die Sharing Economy als Vorläufer dessen, was wir inzwischen als Arbeit 4.0 bezeichnen, das heißt eine Click-Working Economy mit Crowdsourcing, wo Unternehmen, die früher Festangestellte hatten, heute Leute, Jevgeni hat das vorhin schon angedeutet, zum Beispiel im globalen Süden unter Mindestlohn dafür bezahlen, dass sie die Arbeit leisten, die bei uns keiner mehr zu leisten bereit ist. Ihr merkt, so richtig begeistert bin ich nicht von der nicht erfolgten Einlösung fast aller dieser Versprechen. Wissensbefreiung, Teilhabe und so weiter und so fort. Das ist der Zeitstrang, anhand dessen ich mich bewegen möchte. Oben links, ich kann es nicht so gut lesen, vielleicht ihr MP3 natürlich. Zu der Zeit war ich Student, und zwar Student der Musikwissenschaft. Und wir haben wirklich, als ich 94 im Oktober anfing, in Köln Musikwissenschaft zu studieren, im Bereich systematische Musikwissenschaft mit Nebenfächern Linguistik und Phonetik, haben wir wirklich in den Nächten lange darüber diskutiert, ob wir es erleben werden, dass die Tonstudios komplett digital sind. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, weil ehrlich gesagt, ich könnte heute eine veröffentlichungsreife Produktion auf dem Ding machen. Ja, wir waren damals nicht sicher. Und das war so die Zeit, als ADAT rauskam und so. Und dann kam aber, und das, damit hat in dem Moment wirklich auch noch keiner gerechnet, binnen anderthalb Jahren eine deutsche Erfindung, nämlich der MP3-Codec, ein Datenkompressionsalgorithmus vom Fraunhofer-Institut und hat wirklich die Welt an der Stelle auf links gedreht. Weil tatsächlich etwas geschah, was total einfach zu erklären ist. Wir hatten relativ schmalbandige Internetverbindungen und wir haben alle da mal gelegentlich ein Word-Dokument oder auch ein Foto drüber geschickt, aber ein Film passte da nicht durch und Musik auch nicht, weil die einfach zu groß waren, die Dateien, ja, in den WAV-Dateien, die es damals schon gab. Und natürlich, übrigens, um es gesagt zu haben, war Musik zu dem Zeitpunkt längst digitalisiert, denn das war ja schon das Zeitalter der CT, ein digitales Medium, ne? Aber das war für uns nicht im Alltag handelbar. Jetzt kam dieser Datenkompressionscodec und hat es erlaubt, dass eine Datei, die vorher so groß war, so klein wurde und die passte plötzlich durch ISDN durch. Und als das begann, dass alle das machten und alle ihre Alben austauschten oder das, was sie selbst digitalisierten auf ihre PCs damals auf irgendwelche Festplatten hochluden und anboten, gab es ganz schnell diese Peer-to-Peer-Netzwerke, Stichwort Napster damals. Heute rückblickend eindeutig verbunden mit dem Begriff der Piraterie, weil das nämlich alles unlizenziert war und weil es ein Markt war, der für ungefähr 10 Jahre fast das Ende dessen, was wir als Musikwirtschaft, und ich spreche jetzt bewusst nicht von Industrie, kannten, bedeutet hätte. Und plötzlich war es möglich, dass diese Dateien durch die vorhandenen nicht so bandbreiten Breitbandnetze liefen. Und wer hatte das größte Interesse daran, dass das erstmal funktionierte? Naja, die Telekom, weil die hat nämlich diese Breitbandnetze verkauft und plötzlich hatte sie ein Argument, DSL zu verkaufen, und zwar flächendeckend. Und plötzlich war es so, dass wir an einer Stelle eindeutig feststellten, da finden Rechtsverstöße statt, die überhaupt, also die, da gab es auch keine Diskussion darüber, ob das welche waren. Es gab Diskussionen darüber, ob das richtig war, dass man gegen das Recht verstößt. Aber dass es Rechtsverstöße waren, war unwidersprochen. Und es gab Konzerninteressen, die sagten, ja, ist aber geil, lass mal machen. Und plötzlich waren wir in einer Situation, wo wir, als wir anfingen zu begreifen, dass wir uns vielleicht wehren müssten, uns wehren mussten gegen etwas, was offensichtlich als ein Interesse der Allgemeinheit verhandelt wurde. Und plötzlich waren wir in einer Situation, wo unser Eigentum, und wir sprechen beim geistigen Eigentum vom Eigentum im verfassungsrechtlichen Sinne, also wenn ich ein Werk geschaffen habe, dann gehört es mir so, wie mir mein Auto gehört oder ein Haus oder eine Gabel. Plötzlich stellten wir fest, dass das zu einer Verhandlungsmasse geworden war, in einer politischen Auseinandersetzung darüber, was gut für die Gesellschaft sein. Und diese Diskussion, die muss man natürlich führen können. Einige Jahre später, 2005 kam YouTube, ein ganz, ganz kleines Unternehmen, was von einem damals schon recht großen Unternehmen aufgekauft wurde und wirklich ein weiteres Mal die Welt auf links gedreht hat. Denn plötzlich gab es
Eine Plattform, auf der inzwischen war überall DSL und andere Arten von Breitband vorhanden, auf der die Videoclipisierung der Welt vorangetrieben werden konnte. Und man konnte sich selbst broadcasten. Broadcast yourself war ja damals der Claim von YouTube. Und was hat YouTube gemacht? Hat gesagt, uns gehören nur die Festplatten, was die Leute damit machen, das wissen wir auch nicht genau, also können wir jetzt auch nichts dran drehen, macht mal. Und plötzlich war eine zweite Welle der Piraterie da, wo nämlich die Inhalte, die Menschen gemacht hatten, um davon zu leben, oder aber Menschen gemacht hatten, ohne über sich das darüber davon leben müssen, Gedanken gemacht zu haben, die aber gleichwohl trotzdem davon leben mussten, weil das ihr Beruf war. Plötzlich waren diese Inhalte erneut freiwillig geworden, frei verfügbar geworden. Und plötzlich war es erneut so, dass es in der Gesellschaft eine Haltung gab, die sagte, naja, aber das ist jetzt doch unsere Freiheit, darauf zugreifen zu können. Und da kann man leider immer trefflich drüber diskutieren, aber man kann ja andererseits einer jungen Generation auch nicht erzählen, nee, Moment, das ist ja alles Quatsch, was ihr da denkt, denn die haben es ja gar nicht anders gelernt. Ja? Wir haben also immer diese Legitimationsprobleme gehabt. Und es entstand die Streaming Economy, sehr stark gebunden und aufgebaut auf den Plattformkapitalismus. Denn diese plattformkapitalistische Grundidee des Ganzen, die Systematik dahinter ist die, dass es ganz wenige Konzerne sind, denen fast alle Strukturen gehören. Es gibt da eine ganz kluge Beschreibung eines Wirtschaftswissenschaftlers, der beschreibt, Frank Pasquale heißt der, der beschreibt, was passiert, wenn Plattformen, wenn Marktteilnehmer zu Marktanbietern werden, Stichwort Amazon, Stichwort eBay, Stichwort Google. Das ist nämlich genau das, was flächendeckend geschieht, dass jemand irgendwann mal Teil von einem Spiel war und dann irgendwann durchkapitalisiert wurde in einem Umfang, dass er sich leisten konnte, die anderen einzukaufen oder den anderen zu sagen, ach wisst ihr was, ich habe hier eine schöne Plattform, mach das doch bei mir, so wie Amazon. Und wer heute bei Amazon seine Bücher einstellt, seine CDs einstellt, seine Audioaufnahmen einstellt, der lässt sich auf ein System ein, wo Amazon über Nacht die AGB ändern kann. Und das hat es gegeben im Bereich der E-Books, der Self-Publisher. Über Nacht wurde die Beteiligung der Autoren, die ihre eigenen Bücher dort eingestellt haben, von 70% auf 30% gesenkt. Das sind die gesellschaftlichen Kosten dafür, dass diese Strukturen, die öffentliche Zugänglichkeit gewährleisten, in privater Hand liegen und teilweise rechtsstaatlich gar nicht zu greifen sind, weil die Konzerne nicht in unseren Rechtsräumen sitzen. Das heißt, diese Idee des Plattformkapitalismus an dieser Stelle ist eine, die uns den ganzen Tag jetzt verfolgen wird, weil sie nämlich tatsächlich ein Stück weit dafür zuständig ist oder dafür verantwortlich ist, dass die Dinge so irrwitzig kompliziert zu handeln sind, mit denen wir umgehen. Dann, haben wir vorhin einmal kurz angerissen, kam die Blockchain, braucht uns jetzt nicht so tief zu interessieren. Es gab aber immer deutlicher die Feststellung, warum stellt uns YouTube eigentlich diese Plattform umsonst zur Verfügung? Warum gibt es Unternehmen wie Spotify, die dann auftauchten, oder Netflix, wo wir für ganz wenig Geld das gesamte kulturelle Erbe der Menschheit angeboten kriegen. Naja, die Antwort ist einfach. Wir waren nie Kunden, sondern wir waren immer die Ware. Denn in jedem Moment, in dem wir diese Systeme verwenden, wenn wir scrollen und kurz innehalten, weil wir überlegen, ob wir irgendwo draufklicken oder nicht, ist das ein Datum. Auch Dinge, die wir nicht tun, sind Daten, die erhoben werden, um uns besser zu verstehen. Und was heute passiert, ist eine Rekursion, eine Rückwirkung der erhobenen Daten auf die Produktion kultureller Inhalte. Weil nämlich denjenigen, die für Netflix Filme herstellen, weil denjenigen, die für Spotify produzieren, gesagt wird, ihr dürft Folgendes nicht tun, das funktioniert nämlich bei uns nicht. Keine Intros mehr, keine Songs über 3,5 Minuten, keine Tonartwechsel. Es gibt heute quasi keine Tonartwechsel mehr in der Popmusik. Ja? Wir reden immer die ganze Zeit so, als ob wir alle die Beatles ganz toll fänden und nichts von dem, was die Beatles groß gemacht hat, machen wir heute noch, weil wir es uns im Sinne einer Stereotypisierung und einer Marktgängigkeit verboten haben. Und plötzlich stellen wir fest, dass der Datenkapitalismus unmittelbare Auswirkungen auf unsere kulturelle Praxis hat, weil die nämlich gar nicht trennbar sind, weil nämlich die Orte, wo wir unserer Kultur nachgehen, Spotify, YouTube und vielleicht heute eben auch ChatGPT sind. Hochproblematische Implikationen. Und dann kommt die Situation, die wir heute haben. Ach so, und das sollte ich vielleicht noch erwähnen, hier ein Punkt in grün. 2019 habe ich wirklich sehr, sehr hautnah miterlebt, die Urheberrechtsrichtlinie der EU
2021 im Sommer in nationales Recht umgesetzt in Deutschland. Ich war eines der Gesichter, die das mit durchgekämpft haben, auf europäischer, insbesondere auf deutscher Ebene. Und das waren somit die toughsten Jahre, die ich jemals erlebt habe. Und ich erlebe gerade so etwas Ähnliches wieder, nicht so unerbittlich böse, wie ich es zum Teil erfahren habe. Der Begriff ist blöd. Hart, hart. Also es war eine unerbittlich harte Auseinandersetzung. Und dadurch, dass ich meinen Kopf überall reingesteckt habe, dass ich auf Heise und in der CT zum Beispiel Texte zum Urheberrecht veröffentlicht habe, habe ich auch ordentlich Schmutz abgekriegt. Und ich habe das natürlich mit Leidenschaft gemacht und ich habe auch weder Angst noch irgendwie Stress damit gehabt, aber es war unglaublich anstrengend. Es war eine Erfahrung, die für die 3 Dutzend Aktivisten auf europäischer Ebene, die das betrieben haben, wirklich eine absolute Grenzerfahrung war. Und wenn wir von 3 Dutzend Aktivisten auf europäischer Ebene sprechen, sprechen wir gleichzeitig davon, dass allein der Konzern Google in Brüssel ein Büro mit 36 Fulltime-Lobbyisten hatte, die alle 6-stellig verdient haben. Wir haben das alles ehrenamtlich gemacht. Und damals wurde diese Idee aus irgendeinem Think Tank heraus eingespeist, dass Upload-Filter, ihr erinnert euch vielleicht, zu eurem Ende des Internets führen werden, dass YouTube abgeschaltet werden muss und dass das eure Totalüberwachung bedeutet. Das war kompletter Bullshit. Es gab längst Upload-Filter und keine Plattform dieser Welt kann ihre Inhalte verwalten, ohne zu wissen, welche Inhalte auf der Plattform laufen. Und es war wirklich einfach so, dass es damals offensichtlich ein reines Narrativ war, was eine Manipulation einer öffentlichen Meinung herstellen sollte. Aber ich habe 200.000 Leute demonstrieren sehen in Berlin. Und als jemand, der wirklich, und das werdet ihr heute feststellen, fast nichts wichtiger findet als den Kampf für die Freiheit, war ich derjenige, der die Freiheit damals verbieten wollte. Interessante Wendungen. So, jetzt sind wir hier. Seit November letzten Jahres haben wir eine Situation, die menschheitsgeschichtlich so noch nicht da gewesen ist. Und das sage ich jetzt nicht, um zu sagen, jetzt müsst ihr aber Angst haben. Das geht mir gar nicht darum. Es ist einfach objektiv so. Als der Buchdruck erfunden wurde, hat es 100 Jahre gedauert, bis der sich durchgesetzt hat. Und diese 100 Jahre waren damals schon schnell. Wir haben aber jetzt eine Situation, wo seit Ende November 2022 binnen 3 Monaten 100 Millionen aktive Nutzer auf ChatGPT zugegriffen haben. Aktive Nutzer sind die, die wiederkommen, die einen Account angelegt haben. Das sind nicht die Leute, die einmal geguckt haben, was ist das, sondern es sind Leute, die das nutzen. 100 Millionen in 3 Monaten. Wir werden andere Zahlen gleich hören und die sind atemberaubend. Das ist in der Menschheitsgeschichte einfach nicht bekannt gewesen, dass es so gehen kann und das hat was mit unserer globalen Vernetzung zu tun. Und das heißt, die Voraussetzungen für die ganzen Auseinandersetzungen, die wir führen, haben sich komplett verändert. Und da ich ja vorhin schon den Plattformkapitalismus als strukturgebendes Moment hier einfach auch beschrieben habe, müssen wir davon ausgehen, dass auch heute ein beträchtlicher Teil dessen, was an öffentlicher Kommunikation stattfindet, ganz stark auf diesen Strukturen aufsetzt und auch nur das tatsächlich Öffentlichkeiten gut erreichen kann, was die Plattformen zulassen. Und ich glaube, jeder, der sich mit Twitter oder heute X auseinandergesetzt hat, merkt gerade, dass das keine Chimären sind, von denen ich hier erzähle. Da hat ein bekloppter Milliardär dieses Unternehmen gekauft und macht, worauf er Lust hat. Und plötzlich kann die Öffentlichkeit sich auf einer Plattform, die für sie für Diskurse entscheidend war, nicht mehr so auseinandersetzen, wie es ihr eigentlich zustünde. Ein öffentlicher Raum, der von einer Privatperson besessen wird, die alleine die Regeln über AGBs macht. Das muss man sich mal vorstellen, dass wir das zulassen. Und wir haben diesen Napster-Moment, wo nämlich genau das sich wiederholt. Wir haben damals die Situation gehabt, dass plötzlich die Unternehmen sagten, ey, macht mal, wir wissen auch nicht, was da passiert. Die EU hat damals gesagt, ey, der Fortschritt, das ist jetzt digitaler Fortschritt, müssen wir schützen. Und deswegen hat die EU damals die Plattformanbieter privilegiert. Sie hat sie einer Haftungsprivilegierung unterzogen. Das heißt, man hat gesagt, okay, wenn da was geschieht, irgendwas Rechtsverletzendes, müsst ihr gewarnt werden und danach müsst ihr dafür sorgen, dass das nicht wieder geschieht. Das ist aber auch alles, ihr haftet nicht für das, was die User auf euren Plattformen machen. Und dieses Recht gilt heute noch. Das bricht gerade ein bisschen, weil inzwischen sehr viel zusätzliche Regulierung auf europäischer Ebene hinzugekommen ist. Aber dem Grunde nach gilt diese E-Commerce-Richtlinie heute noch. Und immer noch sind wir in einer Situation, wo wir wissen, dass Rechtsmissbrauch geschieht und oft keine Möglichkeiten haben, dagegen was zu tun. Vielleicht, ich glaube, ihr seid vielleicht alle zu jung, aber ihr habt vielleicht eine Erinnerung daran, dass als YouTube auf den Plan trat, die GEMA gesagt hat, hier,
das müsste jetzt was kosten, wir schicken euch mal eine Lizenzrechnung. Nein, das haben sie gesagt, das Problem war, sie haben 3 Monate gebraucht, um die dafür damit beauftragte Anwaltskanzlei in die Situation zu bringen, überhaupt zu wissen, wo eine zustellungsfähige Adresse für YouTube in Deutschland vorhanden war. Die waren auf dem Markt, die haben den Markt verändert, aber sie hatten kein Büro und keine Postadresse. Und das ist eine neue Situation, das hat es einfach noch nie gegeben vorher. Ja? 3 Monate. Und dann kommt eben so eine Haltung dabei raus, dass die Leute sagen, mir doch egal, meine Musik kommt aus dem WLAN. Was interessieren mich die Strukturen im Hintergrund? Und ich befürchte, damit werden wir nicht weit kommen. Also, wir haben über die Macht der Narrative gesprochen. Ich glaube, dass daraus eine starke Verflachung von Diskursen entstanden ist. Wir haben schon 2012 im Ringen um die damalige ACTA-Regelung, also ein Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Europa, in der Süddeutschen Zeitung die Aussage gefunden, jetzt knickten die Parlamente komplett vor der öffentlichen Meinung ein, und zwar nicht im Umfang von Wahlen, sondern im Umfang von Shitstorms. Governance by Shitstorm hat damals die SZ dazu gesagt. Wir haben es mit Plattformkapitalismus zu tun, Datenökonomie, haben wir alles soweit besprochen. Das finde ich noch ganz interessant. Eins unserer Narrative als die Minions der Urhebenden war damals, dass wir gesagt haben, wir haben es hier mit einem Value Gap zu tun. Es findet Wertschöpfung statt und zwar in unfassbarem Umfang, aber wir werden daran nicht beteiligt. Und wir haben immer darauf verwiesen, dass das nicht im Sinne der Öffentlichkeit, der Allgemeinheit und des Staats sein kann, weil ja diese Wertschöpfung, wenn sie abfließt, noch nicht mal dazu führt, dass wir unsere sozialen Netze damit stärken können, in die wir dann alle fallen, wenn wir kein Einkommen mehr haben, trotz Nachfrage und professioneller Arbeit. Jetzt sind wir in dieser Situation dieses neuen Napster-Moments und jemand, der weiß Gott nicht, verdächtig ist, Populist zu sein. Und ich glaube, darüber könnte man sich in diesem Fall wirklich verständigen und es gibt wenige, von denen ich das so sagen würde, ist Ranga Yogeshwar. Und das lese ich mal kurz vor, wenn ich es lesen kann. Ja, genau. Kann man das lesen? Ich konnte vorhin nicht alles lesen. Okay, dann lese ich es nicht vor. Also er sagt auf jeden Fall, wir haben es mit dem größten Diebstahl in der Menschheitsgeschichte zu tun. Dieser Idee werde ich jetzt ein bisschen folgen und erklären, was er damit wohl möglicherweise meinen könnte. Denn ich befürchte, wir müssen feststellen, er hat recht. Ich kläre kurz auf, von wem das Zitat am Anfang war. Vielleicht ist es dem einen oder anderen in den letzten Tagen als Pressemeldung untergekommen und es ist wirklich gerade 4 Tage her, dass das ist hier unten, dass die amerikanische Authors Guild, also die Berufsverbandsstruktur, die berufsständische Vertretung der Schriftstellerinnen und Schriftsteller in den USA, eine sogenannte Class Action, also eine generalisierbare Klage gegen OpenAI eingereicht hat. Und diese Klage wird namentlich gezeichnet von John Grisham, Jody Picou, David Baldacci, George R. R. Martin und auf dem Reeperbahn-Festival, wo ich gerade herkomme, ich habe das extra noch dran gelassen, damit ich euch das belegen kann, haben alle darüber gestöhnt, dass jetzt also offenbar der letzte Band von Game of Thrones von George R. R. Martin doch nicht kommt, weil er ja gerade erst mal diese Klage an den Beinen hat. Das ist ein Ding, das hat richtig Bedeutung. Das ist richtig wichtig, weil die Prominenz dieser Autoren, die da klagen, tatsächlich die Aufmerksamkeit für diese Themenzusammenhänge immens befördert. Und hier ist das Anschreiben aus einem Appell, den die Authors Guild vor drei Monaten veröffentlicht hat. Mehr als 10.000 haben bis Juli das unterschrieben. Das war ein Vorläufer hiervon und sie weisen darauf hin, dass die Trainingsdaten für KI-Systeme, für die großen Large Language Models, die LLMs, die Foundation Models, auf denen alle anderen Anwendungen mehr oder weniger heute aufsetzen, Piraterie sind. Dass also das Scraping der Daten illegitim und illegal ist, dass das Training der Daten eine Bearbeitung ist, die genehmigungspflichtig wäre und dass das Aufsetzen auf diesen Datensatz, um neue Inhalte zu generieren, mit deren Ergebnissen wir in unserer Erwerbstätigkeit substituiert, also ersetzt werden sollen, eine unfassbare Unverschämtheit ist. Das steht da nicht im Wortlaut drin. Ja, also es wird erwartet, dass man uns Dinge wegnehmen darf in den USA auf Basis unter Rückbezug auf die sogenannte Fair-Use-Doktrin, das gucken wir uns gleich ein bisschen an, in Europa unter Bezug auf eine Regelung in der Europäischen Urheberrechtsrichtlinie von 2019. In beiden Fällen ist nicht klar, ob das legal ist, in beiden Fällen ist aber klar, dass wir das nicht früher wissen werden, als dass Gerichte darüber entschieden haben, und zwar höchstrichterliche Entscheidungen, und das heißt, wir sprechen von 10 bis 15 bis 20 Jahren. Bis dahin ist dieser Zug sowas von abgefahren.
Das gucken wir uns alles etwas genauer an, wenn wir da hinkommen. Jetzt möchte ich einmal noch mal kurz eine Struktur aufzeigen, warum meinen Kolleginnen und mir so wahnsinnig der Kamm schwillt, warum wir so unglaublich wütend sind. Wir sind nämlich gar nicht ängstlich, wir sind voller Wut. Die Schriftstellerin Naomi Klein aus den USA hat ähnlich wie Ranga Yogeshwar gesagt, das sei der größte Diebstahl der Menschheitsgeschichte. Und sie sagt, der Trick ist natürlich der, dass man das in San Francisco, im Silicon Valley nicht als Diebstahl anerkennt, sondern dass man sagt, das sei Disruption. Und Disruption ist ja Fortschritt. Ja? Und schon ist wieder ein Framing erfolgt, ein Narrativ geprägt, das uns zu Fortschrittsverweigerern macht. Auf dem Reeperbahn-Festival hat jetzt neuerdings die Republika angedockt, der Digitalkongress. Es war erschütternd zu sehen, dass die alle, also ausnahmslos alle Akteure innerhalb des Republika-Kongresses offensichtlich die 3 Tage Reeperbahn-Kongress überhaupt nicht mitgenommen haben, sondern die haben ihren Kongress einen Tag später gemacht und haben über die gleichen Dinge unter anderen Perspektiven gesprochen. Das ist sehr bezeichnend für unsere Art des Diskurses miteinander. Wir reden nebeneinander, aber ganz selten miteinander. Und da habe ich mir anhören müssen, ich gehöre ja zu den Maschinenstürmern. Also denjenigen, die die Technologie verhindern wollen, die doch aber eigentlich gerade die Menschheit befreien sollen. An der Stelle, als mir das gesagt wurde, war ich einer von denen, von den UrheberInnen, den ausübenden KünstlerInnen und natürlich auch von den Partnerinnen und Partnern, mit denen wir gemeinsam in diesem Spiel sitzen. Und wir haben es mit diesen wahnsinnig mächtigen Narrativen zu tun, die immer so was Ethisches, so was ganz, ganz stark Legitimatorisches haben, mit Heilsbringungsversprechen. Yevgeny hat mehrfach den Begriff Evangelist vorhin verwendet. Das ist ja schon mal bezeichnend, dass wir tatsächlich es mit einer Welt zu tun haben, in der man Evangelisten in Unternehmensstrukturen besetzt und sich noch nicht mal dafür schämt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, dass wir in der Kultur tatsächlich den Begriff eines Evangelisten verwenden würden, um irgendetwas zu verbreiten, was einer von uns gemacht hat. Ich glaube, wir würden alle uns schämend in die Ecke setzen. Ja? Fortschritt, naturgesetzliche Entfaltung, ne? Man kann dagegen eh nichts tun und natürlich, das ist alles Wachstum und Wachstum ist heilig. So. Und das wird verbrämt mit dem Versprechen von Gemeinwohlorientierung, mit Teilhabe, Meinungs-, Informationsfreiheit und Berufsfreiheit. Tatsächlich ist das Recht, über das wir sprechen heute, und wir werden im Wesentlichen aber keineswegs nur über das Urheberrecht sprechen, ein Ausgleichsrecht. Das ist ein Recht, was Balancen zwischen genau den verschiedenen Ansprüchen, die hier stehen, nämlich Verdienstansprüche, Eigentumsansprüche und Gemeinwohlorientierungsansprüchen herstellen muss. Das Urheberrecht ist ein Recht, was der deutschen Verfassung unterliegt, wenn wir uns in Deutschland bewegen. Und die Verfassung sagt, es gibt eine Eigentumsverpflichtung, eine Gemeinwohlbindung. Wer Eigentum besitzt, muss dafür sorgen, dass ein Teil davon oder dass es so eingesetzt wird, dass es der Gemeinschaft einen Fortschritt bringt, einen Vorteil bringt. Fortschritt sollte ich nicht verwenden, das Wort. Ausgleich, Eigentumskonflikte, Eigentumsbindung. Wir haben es mit Fortschrittsnarrativen zu tun, wir haben es mit Innovation zu tun, übrigens auf der kulturellen, auf der gedanklichen Seite ebenso natürlich wie auf der technologischen. Und wir haben es nach wie vor mit Ansätzen zu tun, die sagen, ey, wir wollen jetzt mal dem Fortschritt nicht im Weg stehen, deswegen werden wir den Anbietern keine Regeln auferlegen. Denn Regeln, das wissen wir ja alle, sorgen dafür, dass die Anbieter dann in die USA oder nach Singapur oder vielleicht auch nach Honolulu gehen. Ich habe keine Ahnung. So. Und das heißt, ich bin jetzt einer von denen hier, ein Fortschrittsverweigerer und Maschinenstürmer. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Sehr schön, das habe ich vor 12 Jahren, als die Piratenpartei groß war, immer wieder, jeden Tag irgendwo gehört. Wurde nicht origineller mit der Zeit, ging aber auch nicht mit der Zeit, ist nämlich gerade wieder da. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, der Droschkenkutscher. Auch so ein schönes Narrativ, eine Narration vielmehr. Ne? Und uns wird nämlich immer gesagt, naja, wisst ihr, das war ja damals schon so. Als die Droschkenkutscher damit feststellen mussten, dass es jetzt Autos gibt, die motorbetrieben sind, wurde ja ihre Leistung gar nicht mehr nachgefragt. Also haben sie sich gegen Autos verwendet und haben versucht, Autos zu verhindern. So, und ich weiß nicht, ob ihr allen Ernstes glaubt, das sei eine sinnvolle Analogie zu der aktuellen Situation. Ich werde euch nämlich jetzt zeigen, dass die Large Language Models und die unfassbaren Trainingskorpora, die es dafür braucht, überhaupt nicht funktionieren können, ohne die Vollbedienung mit menschengemachten Inhalten. Wir haben vorhin schon über degenerative KI gesprochen und über den Model Collapse, der passieren kann, wenn die sich mit ihren eigenen Erzeugnissen füttern. Die sind auch angewiesen auf uns. Es gibt eine 100% Nachfrage nach jedem einzelnen menschengemachten Inhalt im Moment. Unabhängig davon, ob irgendein Mensch ihn hören will. Einfach nur, weil er da ist. Alles, was an kulturellen Gegenständen im Moment in den Netzen rumliegt, wird gescraped und trainiert.
Das ist eine 100%-Erfahrung und das ist das Gegenteil von dem, was hier behauptet wird. Also müssen wir auch eine Rechnung dafür schreiben dürfen. Das habe ich vorhin schon angedeutet, bis 22 ungefähr galt diese eherne Regel, wenn es nichts kostet, dann bist du kein Kunde, sondern die Ware. Und ich weiß nicht, wer von euch im letzten Jahr Lensa sich angeguckt hat oder mit Lensa gespielt hat. Lensa war ein Plugin für ein KI-Plugin für die Social-Media-Plattformen wie zum Beispiel Facebook, Instagram und so. Und setzte auf dem Foundation Model von Stability AI auf. Aus einem Artikel im Esquire über Lensa. Die App verlangt von der Nutzerschaft neben sensiblen Daten zu einem späteren Zeitpunkt noch ein paar Euro. Also es ist sogar so, dass wir dafür bezahlen. Schon bevor man die App überhaupt starten kann, muss man den Datenschutzbestimmungen zustimmen. Wer liest die schon? Ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle. Ich werde drauf kommen, warum. Meistens wird das Kleingedruckte überflogen, zugestimmt und los geht es. Und ab jetzt muss man die Kreditkarte bereithalten, denn die Funktion der KI-generierten Magic Avatars lässt sich nur nutzen, wenn man ein Jahresabo abgeschlossen hat. Eine Testversion, die $4 kostet, vergrault nicht gleich die potenziellen NutzerInnen, aber dafür will Lensa eine Registrierung und persönliche Daten obendrauf haben. Also Daten sind Währung. Sind diese Hürden übersprungen, kann man endlich die digitalen Porträts erstellen, die nach Science-Fiction und Anime aussehen. Dafür müssen 10 bis 20 Selfies in die App geladen werden. Also, ihr bezahlt dafür, dass ihr eine Konzern, der seine Server in den USA hat, wo unser Datenschutzrecht nicht gilt, auch noch 10 Bilder von euch, 20 Bilder von euch in hochauflösender Qualität hochladet. Und ihr macht euch biometrisch komplett nackig. Unter den aktuell zur Debatte stehenden Regulierungsideen auf europäischer Ebene ist unter den sogenannten Hochrisiko-KIs, und das sind die verboten werden sollen, und das sind sehr wenige, bei denen das in Frage kommt, genau diejenigen, die mit biometrischer Massenüberwachung zu tun haben. Genau das soll verboten werden. Und wir alle haben dafür bezahlt, dass wir diese Maschinen auch noch füttern mit unseren Inhalten. Das ist so irrwitzig. Wir haben so wenig gelernt. Wir sind so dämlich als Gesellschaft. Ja, mit dem Open Source Model Stable Diffusion verarbeitet die App dann die Fotos, um Avatare zu generieren. Und jetzt kommen wir zu ein paar Fotos, die ich euch natürlich zeigen will. Und wir kommen zu den Fotos eines Models und einer Influencerin, die im Rollstuhl sitzt, Laura Gehlhaar. Ich habe für die Auswahl ausschließlich 10 Ganzkörperbilder verwendet, also mit Rollstuhl. Jedes dieser Bilder zeigt mich im Rollstuhl sitzend. Die App wollte es anders und das Umrechnungsergebnis der KI ist klar. Viel Brust, keine Behinderung. Schade. Jewgeni hat vorhin schon davon gesprochen, dass wir es mit Bias zu tun haben. Den sehen wir jetzt hier. Und dieser Bias ist einer mit großer Oberweite. Das ist nämlich das, was passiert, wenn in den Bildern, mit denen das Modell trainiert wurde, diese Art von Ästhetik überwiegt. Das ist keine böse KI. Die weiß es nicht besser, sondern die macht eine statistische Annäherung an das, womit sie gefüttert wurde. Und da macht also eine Frau eine sehr bewusste Entscheidung, dass sie sich in ihrer Situation mit dem Rollstuhl dort zeigt und kriegt das zurück. Wir haben es also nicht nur mit Trainingsdaten ungeklärter Provenienz, also Herkunft, zu tun, die dem Arte und dem Umfang nach und ihrer Legitimität nach einfach unklar sind, sondern wir haben es auch noch in diesem konkreten Fall mit dem Abgriff biometrischer Daten zu tun, auf US-Server, was wirklich zu absoluten Katastrophenszenarios im deutschen Datenschutz führt, sowas. Es gibt Datenschutzprobleme, Privacy-Probleme, das heißt, unsere private Persönlichkeit wird unter Umständen dadurch in Frage gestellt oder gefährdet. Und es werden zudem noch Nutzerdaten erhoben, die mit den Bildern von uns, mit unseren biometrischen Daten unmittelbar verknüpft werden können. Wir sagen auch noch, wer das ist, dessen Bild wir da hochladen. Und die Bias-Auswirkungen, die wir hier sehen, sind die einer eindeutigen Stereotypisierung. Das ist, was rauskam, als ein Bild, als Bilder eines Redakteurs von Esquire eingestellt wurden. Und das heißt, wir haben eine Situation, die hat sich verändert. Bis 22 hatten wir, wenn es nichts kostet, bist du kein Kunde, sondern die Ware. Jetzt bist du wahrscheinlich die Trainingsdaten. Und ein Satz. Ich habe ihn mal von dem Keyboarder von Pink Floyd gehört. Ich finde ihn sehr schön, aber ich glaube, es ist ein Sprichwort aus dem Englischen. If you're not at the table, you might be on the menu. Wenn du nicht mit am Tisch sitzt, wenn du nicht mitgehört wirst, kann es sein, dass du auf der Speisekarte bist.
Und das ist eine Erfahrung, da kann ich wirklich berichten, da kennen wir viel von aus den letzten Jahren. So, jetzt bin ich an der Musikhochschule hier und ich kenne die ja auch von innen, eine Musikhochschule. Hier wird also Musik studiert, hier wird Kunst studiert, hier wird geübt, Geige zum Beispiel in meinem Fall. Es werden teure Instrumente gekauft und bis man hier gelandet ist, hat man ja schon ein ganzes Leben voller Üben und voller Musik hinter sich. Ja, das heißt, man hat schon was geleistet, um überhaupt hier sein zu dürfen. Das sind Konzepte von gestern. Tut mir leid, das so sagen zu müssen. Denkt da besser nochmal drüber nach. Denn ich weiß nicht, wie viele Leute hier im Raum sind, die eigentlich ahnen, dass sie gar nichts können und kein Talent haben müssen, aber auch nicht üben müssen. Es ist doch inzwischen alles so einfach. Das ist kein Scheiß. Also natürlich offensichtlich ist das Scheiß, aber das ist ein Produkt. Das ist ein Produkt, was ich euch jetzt vorstelle. In einem Artikel aus dem Magazin The Conversation, was übrigens ein Uni-Magazin einer amerikanischen Uni ist. A new social music app is pushing the boundaries of music creation by making recording artists out of novices with little to no musical training or traditional talent. Also, wir werden jetzt alle zu Recording Artists gemacht. Das sind diejenigen, die die Aufnahmen herstellen, beziehungsweise auf den Aufnahmen drauf sind. Dadurch, dass wir irgendwelche Knöpfe drücken oder Prompts machen. Und ich finde, wir sollten einmal kurz überlegen, ob wir den Begriff des Artists in diesem Zusammenhang adäquat finden, aber das würde ich dann vielleicht der Diskussion überlassen. Das ist Voisey. Voisey.com, generative Musik-KI. Loop-basiert, nein, das stimmt nicht, das habe ich nicht mehr korrigiert. Ich habe später herausgefunden, Voisey ist gar nicht loop-basiert, das gibt es schon länger, seit 17. Die sind im Wesentlichen, setzen die auf Loops auf, das ist ein Fehler, bitte nicht auswendig lernen und nicht trainieren. Es ist loop-basiert, seit 2019 über 350.000 Songs generiert, was ehrlich gesagt aus heutiger Sicht ein Witz ist, das ist nichts. Making music is innately human and it's certainly nice for anyone to be able to create it. Create it ist Knopfdruck. But these companies aren't totally altruistic. Ach was. They are money-making ventures just like Spotify. While Spotify and other streaming platforms allow anyone to share their existing music with the world, Voisey takes it a step further by giving anyone with the app the ability to record and distribute a song on the platform in just minutes. Ich kann also nicht nur einen Knopf drücken und irgendwas entstehen lassen, sondern automatisch anschließend auch in die Öffentlichkeit bringen und veröffentlichen, releasen, wie wir so sagen. Das US-Unternehmen Mubert, also M-U-B-E-R-T, seit 2017 gibt es das. Das ist tatsächlich ein KI-Musikgenerator, der ist seit 2017 am Markt, hat im Sommer 23, also dieses Jahres, verkündet, bereits 100 Millionen Tracks generiert zu haben. Das entspricht dem Umfang des Gesamtrepertoires auf Spotify. Und die meist nachgefragten Genres auf Mubert sind Lo-Fi, Ambient, Chill. Und jetzt gibt es ein New Kid on the Block, die etwas Älteren verstehen, die kulturelle Anspielung. Unleash your creativity, make music with Boomy AI. Und Boomy AI ist der Game Changer im Moment. Create original songs in seconds, even if you never made music before. Also original, das sind nicht nur Songs, die sind auch noch originell. Submit your songs to streaming platforms and get paid when people listen. Aha, Geschäftsmodell. Join a global community, geil, ne? Auch noch gleich eine Künstler-Community of artists empowered by generative music. Wer sollte da ein Problem mit haben? Haben offenbar nicht viele, denn Boomy hat vorgestern, als ich diese Folie gemacht habe, mitgeteilt, dass man bislang 17.462.000 Tracks released hat. 17 Millionen. Das ist das Pricing-Modell von Boomy. Free Creator Pro. Und wenn man Pro ist, dann kann man eben auch verschiedene Eingriffe in die Release-Dynamiken vornehmen. Abhängig von Art und Umfang der eingenommenen Nutzungsrechte durch den Anbieter Boomy übrigens. Und davon steht hier erstmal gar nichts. Denn das ist die Seite, wo man Fragen stellen kann. Und hier habe ich mal in die AGB also geguckt. Und die AGB, ich habe das mal in ein Word-Dokument umgerechnet, sind 32 Seiten. Auf Englisch, gibt es nicht auf Deutsch.
Das kann man jetzt, glaube ich, nicht so lesen. Das ist aber vielleicht auch nicht so entscheidend, dass wir jetzt so sehr ins Detail gehen. Also auf jeden Fall, ich habe mal die entscheidende Stelle rausgesucht. Any track, recording, stem, also Subgruppen, Einzelspuren, or song generated by or in connection with your use of the service, including the composition therein, also das Werk und die Aufnahme, and the sound recording thereof, is solely owned by Boomi. Aha. Ich bin also der Künstler, aber mir gehört noch nicht mal, was ich als Künstler geschaffen habe. Das geht noch ein bisschen weiter. Ich erspare uns das. Ich glaube, ihr habt alle einen Eindruck davon, was da die Tendenz ist. Ich muss kurz erklären, wie das funktioniert. Mit dem Urheberrecht funktioniert es nämlich nicht. Da kommen wir gleich hin. Und das Urheberrecht, sowohl in den USA als auch in Europa, gesteht Boomi gar nicht zu, ein Urheberrecht zu erklären, für sich zu reklamieren, an den generierten Inhalten. Weil es nämlich keine natürliche Person ist, der sie generiert hat. Und das Urheberrecht ist gebunden an die natürliche Person. Also ist diese AGB, diese Terms-Vereinbarung hier, die einzige Ebene, auf der diese Vereinbarung getroffen werden kann. Wenn ich also in Boomi einsteige und einen Haken setze, habe ich gelesen und akzeptiere ich, dann gehe ich einen Vertrag ein mit der Plattform. Und in diesem Vertrag überschreibe ich der Plattform alles, was ich getan habe. Übrigens auch alles, was ich tatsächlich und zweifellos kreativ getan habe, indem ich auf die Inhalte zugegriffen habe, sie verändert und bearbeitet habe. Das ändert nämlich daran nichts. Der Vertrag ist trotzdem bindend. Wir haben es mit einem eigentumsrechtlichen Anspruch zu tun, der vertragsgebunden ist. Wir haben es mit einem urheberrechtlichen Anspruch zu tun, der keine urheberrechtliche Basis hat. Wir haben es mit einem, das ist ganz interessant, Work for Hire. Wir haben es mit einem Rückgriff auf amerikanisches Copyright zu tun, zu dem es in Europa basierend auf der Vorstellung von Menschenwürde kein Pendant gibt, denn bei uns ist ein Urheberrecht nicht abtretbar. Das Work-Made-for-Hire-Prinzip bedeutet aber genau das. Ich kann einen von euch in meinen Keller setzen, gebe euch 100 Euro am Tag und alles, was ihr macht, ist mein Werk, weil ich euch bezahlt habe. Das gibt es hier nicht. Ja? Bei uns gibt es den Begriff Ghostwriting und jeder Ghostwriter, wenn er wirklich einer ist, kann gegen seinen Auftraggeber klagen, wenn er nicht kreditiert wird und keine Anteile bekommt. Das heißt, hier wird ein Rechtssystem an den Start gebracht, was bei uns gar nicht existiert. Und es wird trotzdem uns über den Vertrag nochmal auferlegt, dem zuzustimmen, dass wir uns dem unterordnen. Wir werden ausdrücklich hier aufgefordert, auf unsere Urheberpersönlichkeitsrechte zu verzichten. Das heißt, wir können auch nicht zum Beispiel für uns in Anspruch nehmen, dass irgendetwas, wo unser Name draufsteht, nicht veröffentlicht werden darf, weil es uns zum Beispiel schädigen könnte oder unseren Ruf schädigen könnte. Also, es scheint an der Zeit zu sein, dass wir uns dem Markt und dem Recht zuwenden und damit dem musikalischen Ökosystem. Kunst kommt nicht von können, sondern von müssen. Ich glaube, viele hier werden das verstehen. Ja? Und ich glaube wirklich, also das nicht von können, an der Musikhochschule ist das eine steile These, in der Welt da draußen ist das inzwischen längst so. Ja? Also spätestens Punk oder Found Footage, Objet Trouvé in der bildenden Kunst oder so, haben bewiesen, dass Kunst vom Kunstmachen kommt und nicht unbedingt von handwerklichem Können. Wenn jemand Musik studiert, ist das natürlich was anderes und ich weiß durchaus, was das bedeutet. Gleichwohl, was uns alle vereinbart oder vereint darin, Künstler zu sein, ist, dass wir das aus Leidenschaft machen. Ich glaube, das kann man einfach mal unterstellen. Also, weil wir etwas zu sagen haben. Vielleicht auch, weil wir auf Bühnen wollen, weil wir die Anerkennung brauchen. Dafür zu leben bedeutet aber eben keineswegs, davon leben zu können. Und wenn signifikant viele Menschen in einer Gesellschaft nicht von etwas leben können, was gleichwohl professionell vom Leistungsniveau her ist und nachgefragt ist, was den Markt betrifft, dann gibt es ein Problem, ein strukturelles Problem. Und wenn wir das zulassen, dass das so ist, oder dass, wenn wir feststellen, es ist so, dass es so bleibt, dann gibt es auch ein Problem mit staatlichem Handeln, weil der Staat nämlich dafür zuständig wäre, an dieser Stelle den Markt zu regulieren, wenn er nicht mehr funktional ist, wenn er versagt. Das ist der Begriff dafür, Marktversagen. Mein Kollege aus Hamburg, John Groves, ganz lange der Präsident des Composers Clubs, hat auf der letzten Eröffnung des Soundtrack Cologne Kongresses in Köln gesagt, wo ich eine Keynote zur KI gehalten habe, being a composer is not a job, it's a condition. We're born composers. Der letzte Satz, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, dass man einiges tun muss, um ein Komponist zu werden, aber gleichzeitig a condition. Ich glaube, das könnte
könnte sein, dass da was dran ist. Ja, das ist ein Zustand, in dem wir uns befinden. Wir sind so gestrickt, wir müssen das tun. Und da kommt man auch nicht raus, nur weil man kein Geld verdient. Und das Irre daran ist, ich weiß nicht, ob irgendjemand hier vielleicht Verwandte im Bereich der Unternehmensberatung, Boston Consulting, PricewaterhouseCoopers oder irgendeinen CEO in seiner Verwandtschaft hat, dann weiß er bestimmt, da wird wahnsinnig viel Purpose-Arbeit gerade geleistet. Ja? Da gibt es also jetzt Führungskräfteseminare, wo die Leute zusammengebracht werden, damit sie Purpose finden in ihrem Job. Ja? Das ist für uns echt bizarr, weil es gibt bei uns als allererstes immer erstmal Purpose. Wir machen alles, weil es sinnbehaftet ist, ja? Weil es sinnstiftend ist. Und damit sind wir nicht alleine. Daniel Völzke vom Monopolmagazin: In einer Gesellschaft, in der sich alles um Geld dreht, geben Künstlerinnen und Künstler ein Beispiel für sinnstiftende, nicht entfremdete Arbeit. Entfremdet ist jetzt ein Rückbegriff auf die Frankfurter Kritische Schule, Adorno und Co. Müssen wir nicht vertiefen. Ich finde trotzdem den Gedanken hier sehr, sehr wichtig für den Zusammenhang, in dem wir uns heute bewegen. Gleichzeitig laufen sie Gefahr, als Avantgarde der Selbstausbeutung herzuhalten. Genau, das ist mein tagtägliches Brot. Jede Woche kommt irgendjemand an und sagt, ey, ich habe ein total geiles Projekt, ich habe aber leider kein Geld mehr. Ja, und ich bin so blöd, manchmal mache ich es sogar. Ja, also als Komponist im Filmbereich, im Medienbereich passiert einem das andauernd. Und die haben sogar teilweise recht, sie haben wirklich kein Geld und sie haben trotzdem einen geilen Film gemacht. Werde ich gleich nochmal erklären, wie ich damit dann umgehe. Ich habe mir da nämlich eine Regel für gemacht. Das Verrückte ist ja, sagt Eva von Redeker, Philosophin, dass gerade die Arbeit, deren Sinn wirklich nicht in Frage steht, also etwa die pflegerischen Berufe, oft so schlecht bezahlt ist und solch miserablen Arbeitsbedingungen unterworfen ist, dass es schwerfällt, in ihr den Sinn zu wahren. Und ich kenne aus meiner langen politischen Arbeit so viele Menschen in meinem Umfeld, die brennen für ihren Beruf, für ihre musikalische, für ihre künstlerische Leidenschaft und die so frustriert sind, dass sie sich bemühen, möglichst nicht zynisch zu werden. Und ihr werdet das mitbekommen haben, in den letzten 2-3 Jahren, nicht nur wegen Corona, aber befeuert dadurch, gab es Empirie in ungeahntem Umfang über psychische Erkrankungen unter Musikschaffenden und unter Kulturschaffenden. Und das ist eine Katastrophe. Das liegt nämlich daran, dass wir uns aufreiben. Weil jede Kritik, die wir hören an unserer Arbeit, immer eine Kritik an uns ist in unserer Wahrnehmung als erstes. Und damit muss man lernen, umzugehen. Wir sind erpressbar mit unseren Inhalten, mit unserer Haltung, mit unserer Condition, wie John Groves sagt, mit unserer intrinsischen Motivation. Und bitte lasst uns heute nicht die Diskussion über den Begriff intrinsische Motivation führen. In der Psychologie würden wir jetzt 3 Tage Zusatzkongress machen müssen, wenn wir das diskutieren wollten. Geht mal davon aus, dass ich jetzt einfach davon ausgehe, dass wir hier von etwas sprechen, was in uns arbeitet und wirkt. Das hatte ich versprochen, meine persönliche Konsequenz, mein Umgang mit der Frage, kannst du das mal für mich komponieren, ich habe aber kein Geld mehr, ist, dass ich mir eine 3G-Matrix gemacht habe. Einer von diesen 3G-Punkten muss ein positiv, zwei von den dreien müssen einen positiven, ja, tut mir leid. Das, manchmal muss man auch vielleicht mal einen kleinen Schenkelklopfer. So, also Geld, Glanz, Geilheit. Ertrag, Upfront heißt also Cash auf die Hand bei Vertragserteilung oder bei Lieferung oder so, auf jeden Fall am Anfang oder als Tantieme. Das kann ich abschätzen als GEMA-Komponist zum Beispiel. Muss ich immer gucken, läuft der Film im Fernsehen? Wenn der Film definitiv im Fernsehen läuft und mir das auch zugesichert wird, kann ich mir gut überlegen, ob ich am Anfang auf eine Honorarzahlung unter Umständen verzichten oder eine geringere akzeptieren kann. Denn wenn er im Fernsehen läuft, kommt am Schluss Geld. Wenn er nicht im Fernsehen läuft, dann weiß ich nicht, wie ich mir das leisten kann, diesen Job zu machen. Dann kann ich ihn möglicherweise an der Stelle gar nicht professionell abliefern. Dann muss ich mal gucken, ob es vielleicht andere Gründe gibt, mit eigenen Ressourcen reinzugehen. Und wenn ich weiß, der Film läuft auf der Berlinale in Cannes, kriegt einen Oscar, was weiß ich, dann wäre das die zweite Kategorie Glanz. Dann hätte ich nämlich eine Referenz damit erworben, die mich upliftet, hätte meinen Status quo so verändert, hätte kulturelles Kapital gewonnen als jemand, der in irgendeinen Zirkel betreten hat. Und schließlich gibt es noch den Aspekt der Geilheit, also im Sinne von Befriedigung, Sinnstiftung. Ich muss das machen, weil ich das so toll finde. Und ich könnte reichlich Beispiele erzählen von Dingen, wo sich das für mich auch wirklich rentiert hat, Sachen zu machen, nur weil ich begeistert war und dann einmal kurz geguckt habe, ob ich denn mit den anderen auch rechnen kann. Ich mache immer, da halte ich mich wirklich auch selber dran, das hilft mir sehr, das pragmatisiert Dinge.
Und wo wir gerade bei mir sind, ich wohne ja in Köln und in der Nachbarstadt gab es diesen Frisurkollegen, diesen Frisurverwandten, der ist seit ungefähr 250 Jahren nicht mehr unter uns, hat uns aber ein paar sehr bedenkenswerte Dinge hinterlassen. Und unter anderem hat er nämlich den Verteilungskampf beschrieben, von dem ich die ganze Zeit rede. Ich wünsche, dass wenn die Werke der Kunst Gewinn schaffen, wir sprechen von Wertschöpfung, dieser doch viele bei echten wahren Künstlern als bloßen Krämern zuteil würde. Und das ist genau die Diskussion, die wir heute immer noch führen. Ja, das ist ein altes Diskussion, es ist ein altes Thema, es ist ein aktuelles Thema. Und ich breche das mal kurz auf ein Bild runter. Dieser Verteilungskampf, über den wir da sprechen, der ist immer orientiert an der Kuchengröße und an der Anzahl der Kuchenstücke und an der Größe der Kuchenstücke. Ja, das sind die Bilder, in denen wir uns ständig bewegen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mich, was demnächst passieren wird, mit meinen Kollegen aus dem Hörspiel in Verhandlungen mit der ARD begebe über Vergütungsregeln, dann wird es darum gehen, dass die ARD ab dem ersten Moment sagt, was wollt ihr Komponisten denn hier? Ihr habt hier gar nichts zu suchen, ihr habt ja die GEMA, das ist falsch, aber sie sagen es trotzdem immer. Zweitens werden sie als erstes sagen, und im Übrigen, ihr könnt bei uns gar nicht mehr gewinnen, denn der Kuchen wird nicht größer. Und davon abgesehen, dass solche ehernen Wahrheiten welche sind, die man einfach nicht für bare Münze nehmen sollte, ist es so, dass selbst wenn der Kuchen nicht größer wird, ich immer noch den Eindruck habe, dass mir mehr davon zusteht. Also werden wir für die Kuchenteile, die Anzahl der Kuchenteile und für die Anzahl und für die Größe der Kuchenstücke kämpfen müssen. Also, wovon leben die, die die Musik machen, die künstlerisch Tätigen? Ich werde jetzt nicht über den Bereich der sogenannten Breiten- oder Laienmusik sprechen, sondern wir bleiben jetzt wirklich ganz konkret im Profibereich, im Erwerbsbereich und wir sprechen da von den künstlerisch Tätigen und nicht unbedingt von den Partnerinnen und Partnern, das heißt nicht von den Labels oder den Musikverlagen oder so. Und das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, dass es unterschiedliche Definitionen für den Begriff professionell gibt. In der GEMA zum Beispiel ist das ganz wichtig. In der GEMA macht es einen Unterschied, ob jemand als Komponist oder Komponistin studiert hat oder nicht. Wenn jemand studiert hat, dann wird ihm qua Studium zugestanden, dass er professionelles Leistungsniveau belegen kann auf dem Papier. Und er muss einen Teil einer Eignungsprüfung, die es nicht mehr gibt, nicht erbringen. Ne? Weil man sagt, du bist ja schon Profi. Jetzt müssen wir nur noch die Nachfrage überprüfen. Nachfrage wird anhand der fließenden Tantiemen ermittelt. Und also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das gegriffen zu kriegen. Die uns heute aber nicht hilft, ist die Leistungsfähigkeit. Vielleicht nachher in ästhetischen Diskussionen. Wir müssten heute ein bisschen mehr auf den Markt gucken. Und da gucken wir mal danach, wo in der Musikwirtschaft das Geld für die UrheberInnen und ausübenden KünstlerInnen sitzt. Das ist eine Studie von 2015, die Musikwirtschaftsstudie, mit ganz vielen Beteiligten. Da muss man dazu sagen, dass das keine empirisch ermittelten Zahlen anhand zum Beispiel von der KSK oder Finanzamt oder so sind, sondern das sind Selbstauskünfte, die hier in die Zahlen reinfließen. Und da sagen bei den MusikautorInnen, das heißt den KomponistInnen und TextdichterInnen, 58,4%, sie leben im Wesentlichen von Ausschüttungen von Verwertungsgesellschaften. Und da es in Deutschland nur eine gibt, die in dem Bereich arbeitet, nämlich die GEMA, kann man davon ausgehen, dass das nicht zu 100%, aber im Wesentlichen GEMA-Gelder sind. Fast 60%. 22,2% sagen, sie kriegen Honorare für Auftragsproduktionen im Werbebereich. Ich als Filmkomponist kriege natürlich, wenn ich für einen Kinofilm oder für einen Fernsehfilm arbeite, auch ein Honorar. Übrigens oft ein ganz übles, aber das ist ein anderes Thema. Ich kriege aber immerhin ein Honorar. Wenn ich aber in der GEMA zum Beispiel im Aufsichtsrat unterwegs bin und mit meinen Kolleginnen spreche, die Songwriter sind, die kriegen nie ein Honorar. Von wem sollen sie das denn noch kriegen? Es beauftragt sie ja keiner, ein nächstes Album zu schreiben. Die machen das in kompletter Eigenverantwortung, wirtschaftlich und rechtlich. Die haften für alles und die zahlen für alles. Wenn sie nicht selbst zahlen, dann kriegen sie Vorschüsse vom Label, vom Verlag, von irgendjemandem sonst. Und das ist aber verrechnungsfähiges Geld. Das heißt, das müssen sie wieder erwirtschaften, bis sie auf Null sind. Also die sind komplett im eigenen Risiko. Und die kriegen diese 22% Honorare noch nicht mal da drauf. Das heißt, die sind allein von den 60% Tantiemen abhängig. Ganz, ganz wichtig, sich das klar zu machen. Und dann haben wir noch sonstige Honorare. Den Rest brauchen wir uns, können wir uns kneifen. Hier unten haben wir bei den ausübenden KünstlerInnen, also den Musikerinnen und Musikern, haben wir übrige Erlöse, also eine diffuse Kategorie mit 43,1%, darunter erst mit 35,5% die Honorare für Live-Musikaufnahmen und Musikauftritte und Studioaufnahmen, also das, was man eigentlich annimmt, womit ein Künstler im Bereich der Musik sein Geld verdient. Und dann haben wir hier noch den Posten Verwertungsgesellschaften, das ist für die Musik dann eben für die Aufnahmen der Musik, fürs Leistungsschutzrecht, die GVL, 12,9%.
Honorare für Tonträgererlöse sind so am Abschmieren, die brauchen wir uns gar nicht mehr genauer angucken. Das ist eine historische Zahl, die wir da hatten. So, jetzt sind wir wieder bei den Komponisten und Textdichtern zurück, bei den Musikautoren. Und das sind die Zahlen von 2020, was man hier nicht gut sehen kann. Also 5 Jahre später. Wir sind von 58,4% auf 77% angestiegen, was die Bedeutung der GEMA betrifft. Das ist einerseits erfreulich, weil das ist das einzige sichere Geld, und andererseits ist es eine Katastrophe, das feststellen zu müssen, denn wer auf einem Bein steht, ist nie sicher. Wenn bei der GEMA irgendwann was passiert, und das kann immer mal sein, also wenn da irgendwas wegbricht, dann sind diese Leute vor dem Aus, weil sie kein anderes Bein haben, auf das sie umgewichten können. Und Auftragsproduktion von 22,2 auf 8% abgesunken, auch keine gute Nachricht. Da sitzt nämlich offenbar das Geld nicht mehr so locker. Und das ist tatsächlich so. Wir merken an allen Ecken und Enden, dass die Honorarsituation bei Beauftragungen echt im freien Fall ist. Also wir haben eine Marktveränderung, die dramatisch ist. Und immerhin haben wir noch die GEMA, denn die hält uns den Rücken frei. Ja? Und ich bin im Aufsichtsrat der GEMA und ich liebe diesen Laden wirklich sehr. Und trotzdem will ich hier wirklich nicht missverstanden werden. Es ist keine gute Nachricht, alleine von denen abhängig zu sein. Das ist nicht gut. Da sind wir jetzt nochmal zurück bei den Musikerinnen und Musikern. Das ist sehr, sehr viel komplexer, weil die nicht so eine starke Verwertungsgesellschaft haben. Aber hier haben sich auch Verschiebungen ergeben. Vorher hatten wir 35,5% Live-Musikauftritte und Studioaufnahmen. Hier sind es plötzlich fast 70%, also fast eine Verdopplung der Bedeutung dieses Marktsegments, dieser Einnahmequelle. Und der Rest ist so klein, dass wir uns das gar nicht genauer angucken müssen. Worauf ich noch hinweisen möchte, die GVL von fast 13% auf unter 5% abgerutscht, ist eine Katastrophe, denn dieses vergleichsweise sichere Geld scheint nicht mehr sicher zu sein. So. Damit ist, glaube ich, klar, wenn wir auf die Geld-, auf die Erlösquellen, auf die Wertschöpfungsketten gucken, sind die MusikautorInnen, die von jetzt an orange sein werden, auf die GEMA angewiesen, und die GEMA wiederum hat auch die Musikverlage bei sich. Das heißt, hier oben haben wir die urheberrechtliche Seite des Spiels abgebildet. Auf der unteren Seite in grün haben wir die leistungsschutzrechtliche Seite auf künstlerischer Ebene abgebildet. Und das heißt, da ist das wesentliche Geld im Bereich Live und Studio, wird von der GVL ein Stück weit mit inkassiert und ausgeschüttet, und die Tonträgerhersteller, also die Labels, sitzen eben auch mit in der GVL. Und da gibt es zum Beispiel eine Kleinigkeit, die man an der Stelle jetzt unbedingt anmerken muss, nämlich dass die GVL keine Online-Rechte hat. Die GVL nimmt die Online-Rechte ihrer Künstlerinnen und Künstler gar nicht wahr, weil sie ihr nicht eingeräumt sind. Und wir leben in einer Welt des Streamings. Das heißt, da gibt es noch nicht mal ein Kollektiv, was uns den Rücken frei hält an der Stelle als Musikerinnen und Musikern. Und dass das so ist, hat insbesondere was mit den Interessen der Labels zu tun, die das nie zugelassen haben, dass diese Rechte in eine Verwertungsgesellschaft eingeräumt wurden. Wir sind also mitten auf diesem unglaublich unübersichtlichen Markt für musikalische Güter. Und was heißt das, wenn wir über diesen Markt sprechen? Und was sind eigentlich musikalische Güter? Also hier sind wir bei kulturellen Gütern. Und das ist eine völkerrechtsverbindliche Definition, die ich jetzt hier gerade zur Kenntnis bringe, nämlich die aus der UNESCO-Konvention zur kulturellen Vielfalt. Die ist völkerrechtsverbindlich sowohl für die Gesamt-EU als auch für alle EU-Mitgliedstaaten. Wir haben anerkannt, dass kulturelle Güter einer Doppeldefinition unterliegen. Sie sind nämlich immer und ausnahmslos gleichzeitig Güter der Kultur an sich, also identitätsstiftend und Gänsehaut verursachend und was so Dinge halt so tun, und Güter eines Markts. Denn irgendjemand verdient damit. Irgendjemand hat eine Wertschöpfung, die folgt auf Basis dieser Güter. Grundsätzlich. Und dem folgt übrigens auch, oder beziehungsweise dem daran anschlussfähig ist auch die Definition von Wertschöpfung. Da gibt es nämlich auch eine Doppeldefinition. Es gibt eine materielle Wertschöpfung, das ist die, über die wir ausnahmslos reden, wenn wir über Wertschöpfung sprechen. Es gibt aber immer auch eine ideelle, im Sinne einer ethischen Leistung, einer Leistung, die zum Beispiel die Gesellschaft voranbringen könnte. Und dabei ganz zentral bei beiden: es gibt immer irgendjemanden, der einen Vorteil durch die Schöpfung, durch die schöpferische Leistung Dritter erlangt. Wir können in die Menschenrechte gucken, da sind Teile unserer Ansprüche auch verhandelt. Artikel 27 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sagt, jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen. Das ist die Perspektive, die ganz stark, vorhin ich schon mal geschildert habe, die Teilhabe und Allmende und so im Bereich digitaler Güter einfordert. Und die ist natürlich nicht irgendwie unlegitim oder sowas. Und das hier ist aber natürlich der Punkt, auf den ich mich jetzt gerade beziehe, der Recht auf Schutz des geistigen Eigentums. Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen,
die ihm als Urheber von Werken der Wissenschaft, Literatur und Kunst erwachsen. Das ist übrigens auch nochmal in der Charta der europäischen Grundrechte mit abgetragen. Also das haben wir haben verschiedenste Ebenen, die Rechtsverbindlichkeiten herstellen, und wir können über das ganze Zeug im Grunde genommen gar nicht so verhandeln, wie wir es im Moment tun. Als ob es freiwillig wäre, was man einfach verteilen könnte. Udo Di Fabio, Verfassungsrichter, also gewesen Verfassungsrechtler, Lehrstuhlinhaber, hat ein wirklich lesenswertes Buch über das Überleben in der digitalen Musikwelt geschrieben. Das ist echt der falsche Titel. Nee, hier steht es ja, Urheberrecht und Kunstfreiheit unter digitalen Verwertungsbedingungen. So, ganz dünn, schafft man auch als Laie. In der marktwirtschaftlichen Orientierung entfaltet sich Kunstfreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, eins der höchstrangigen Freiheitsrechte, die wir haben in Deutschland, entfaltet sich Kunstfreiheit auch mittels der eigentumsbasierten Dispositionsbefugnis, Eigentum, Artikel 14 Grundgesetz, Dispositionsbefugnis über Wert und Wertschöpfung. Also eigentumsbasierte Dispositionsbefugnis, das heißt nichts anderes als, wir haben ein Exklusivrecht. Niemand außer uns hat das Recht, eine Entscheidung über unsere Inhalte, unsere Werke, unsere Aufnahmen zu treffen. Das Urheberrecht sollte immer schon Eigentums- und Gemeinwohlinteressen ausgleichen, das habe ich vorhin schon mal angedeutet, indem es Schutzansprüche mit Schrankenregelungen kombiniert. Auf Schrankenregelungen werden wir gleich noch genauer gucken. Fester Ausgangspunkt und nicht etwa beliebiger Abwägungsbelang bleibt dabei das Herrschafts- und Bestimmungsrecht des Urhebers über sein Werk. Die nächste Folie sparen wir uns, denn sie fügt nichts Wesentliches hinzu. Jetzt kommen wir tatsächlich mal zu diesem Recht, über das ich die ganze Zeit spreche. Rechter Hand hier das Urheberrechtsgesetz in der aktuellen Fassung. Die Punkte, die ich jetzt vortrage, sind aber alle unverändert geblieben bei der letzten Revision, sowohl 2017 als auch 2021. Paragraph 1, Allgemeines. Die Urheber von Werken der Literaturwissenschaft und Kunst genießen für ihre Werke Schutz nach Maßgabe dieses Gesetzes. Also es ist ein Schutzgesetz und es ist an Personen gebunden und die von ihnen geschaffenen Werke. Ja, die sind miteinander gekoppelt und nicht einzeln zu betrachten. Paragraph 2, geschützte Werke. Werke im Sinne dieses Gesetzes sind nur persönliche geistige Schöpfungen, als ob man damals geahnt hätte, dass wir es mit KI zu tun kriegen würden. Ja, weil ihr ahnt, wie relevant dieser Aspekt jetzt sein wird in allen folgenden Abwägungen. Paragraph 7, Urheber ist der Schöpfer des Werkes. Also über die Schöpfung des Werks wird mein Urheberstatus definiert. Und Paragraph 11, und das ist ganz interessant, was jetzt kommt, hat erst im zweiten Satz zum ersten Mal das Wort Vergütung. Wir reden über das Urheberrecht so, als ob es ein Vergütungsrecht wäre. Es ist aber ein Eigentums- und ein Persönlichkeitsschutzrecht. Und es dient auch der Vergütung, nämlich hier zugleich. Ja, zugleich der Sicherung einer angemessenen Vergütung. Gucken wir uns den ersten Satz von Paragraph 11 nochmal an. Das Urheberrecht schützt, also ein Schutzrecht, den Urheber, die eine natürliche Person, in seinen geistigen und persönlichen Beziehungen zum Werk und in der Nutzung des Werkes. Hier wird also eine Person in der Beziehung zu dem von ihr geschaffenen Werk geschützt und man geht davon aus, dass die Nutzung, also der Umgang mit diesem Werk, diese Beziehung tangieren könnte. Und wenn jetzt wir alle mal nach links gucken, dann stellen wir fest, das ist überhaupt gar keine Extrawurst, die für uns da gebacken wurde, sondern das ist ein Auswuchs des allgemeinen Persönlichkeitsrechts, was Verfassungsrang hat bei uns. Als in den 80er Jahren ein großer Uproar da war in der Öffentlichkeit gegen die Volkszählung, die damals stattfand, da hat das Bundesverfassungsgericht über die Volkszählung entscheiden müssen. Und es hat Folgendes gesagt. Also das ist kein direktes Zitat, sondern es ist ein Text über das Urteil. Als Recht auf informationelle Selbstbestimmung wird das Recht des Einzelnen verstanden, also eine natürliche Person, grundsätzlich selbst, also ein Ausschließlichkeitsrecht, über die Preisgabe und Verwendung seiner personenbezogenen Daten zu bestimmen. Und merkt ihr was? Das ist das Gleiche. Es ist identisch. Unser allgemeines Persönlichkeitsrecht als Menschen in diesem Staat, eines unserer höchsten Bürgerrechte, ist identisch in seiner Konstruktion mit dem Urheberrecht. Und mir wird aber seit 30 Jahren erzählt, das Urheberrecht sei eine Extrawurst für elitäre Pöbel. Und immer wieder gibt es Leute, die mir sagen, man muss die Technik verstehen. Die Leute haben sich aber diese Gesetzestexte und die philosophische Grundhaltung darunter überhaupt nicht angeschaut. Denn was hier geschieht, ist ein Auswuchs der Rechtsphilosophie auf diesem ganzen europäischen Kontinent. Das ist ein Auswuchs unseres ganz, ganz hoch aufgehängten Anspruchs auf Menschenwürde, den Schutz der Menschenwürde, dem alle weiteren Überlegungen folgen. Wir haben im europäischen Urheberrecht, im Author's Right,
ein nicht abtretbares Recht, ein Persönlichkeitsrecht, es ist ein liberales Recht, was uns Freiheiten einräumt und es schützt die Menschenwürde. Wenn wir allerdings in das Copyright gucken, dann gucken wir in ein angloamerikanisches Recht, was völlig anders ist. Es ist ein anderes Recht, es ist nämlich ein abtretbares Recht. Ein abtretbares Recht. Es gibt kein Persönlichkeitsschutzrecht bei den Amis und die sind sowas von neidisch auf unser Urpersönlichkeitsrecht. Und es ist ein libertäres Recht in dem Sinne, dass es den Einzelnen vor dem Zugriff des Staats schützt. Also eine ganz andere Konstruktion und wir tun immer so, als ob man das alles in einen Topf schmeißen könnte und als eins verhandeln könnte. Das kann man nicht. Das ist einfach schlichtweg falsch. Und warum ist das so wichtig, dass diese Dinge so eng miteinander verknüpft sind? Der Datenschutzexperte Andrew Keen hat 2015 auf einem Kongress in Köln gesagt, if you can't regulate data, you can't regulate anything. Klar, weil alles Daten sind im Netz. Wenn wir Daten nicht in den Griff kriegen, können wir es aufgeben. Und gleichzeitig hören wir aber immer, ununterbrochen und jetzt gerade wieder, das analoge Urheberrecht lässt sich in der digitalen Welt nicht durchsetzen. Ja? Das analoge Urheberrecht ist aber ein Ausdruck dessen, was hier beschrieben wird als Dilemma. Es ist dasselbe. So, jetzt muss ich ein bisschen springen. Einmal kurz aufgerissen, wie die Vergütungsansprüche sind, die sich eigentlich aus dem Urheberrecht, so wie wir es gerade einmal kurz uns angeguckt haben, ergeben. Wir haben ja jetzt nur auf die grundlegenden Paragraphen geguckt und nicht auf irgendwelche Detailregelungen. Daraus ergeben sich erstmal verschiedene Rollen, nämlich die der UrheberInnen und Urheber. Also jetzt auf die Musik runtergebrochen sind das KomponistInnen und TextdichterInnen. Das sind unter Umständen, unter bestimmten Bedingungen auch Bearbeiter und ArrangeurInnen. Aber wir sprechen heute jetzt erstmal auf der ersten Ebene von denen, die Werke schaffen. Das sind also die hier in Orange. Darunter haben wir das Leistungsschutzrecht hier abgetragen. Das sind die ausübenden KünstlerInnen. Die muss man allerdings wieder unterscheiden. Helene Fischer zum Beispiel ist eine ausübende Künstlerin, ihr Gitarrist auch. Weiß jemand den Namen des Gitarristen? Das ist eine Gitarristin im Moment von Helene Fischer. Natürlich nicht. Ja? Gitarristinnen von Helene Fischer können sehr schlecht Kaffeetassen verkaufen oder Cappies. Ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie sind darauf angewiesen, dass ihre gitarristische Tätigkeit für Helene Fischer bezahlt wird. Relativ triviale Feststellung. So, ja. Jetzt hat aber Helene Fischer als Featured Artist den Vertrag mit dem Label oder den Vertrag mit der Arena und stellt ihre Musiker an. Und das heißt, nur weil wir wissen, dass wir es auf der leistungsschutzrechtlichen Ebene hier mit den ausübenden KünstlerInnen zu tun haben, heißt das nicht, dass die alle gleich sind und gleich potent sind in ihren Möglichkeiten, sich durchzusetzen und zu ihrem Recht zu kommen. Wir haben dann zwei andere weitere Rechte im Leistungsschutzbereich, zwei Rollen, die zu Rechtsschutz führen. Das eine ist der des musikalischen Leiters, das kann zum Beispiel ein Dirigent sein, hat auch ein Leistungsschutzrecht, ein künstlerisch bedingtes. Und wir haben hier den wirtschaftlichen Produzenten, den Aufnahmehersteller, Tonträgerhersteller und der hat ein Recht, was nicht durch die Inhalte, nicht durch Innovation bedingt ist, sondern das ist ein investitionsschutzrechtlicher Anspruch. Das heißt, da sagt man, der hat ja dafür bezahlt, also soll er auch beteiligt werden, wenn da Geld mitverdient wird. Das ist eine Ausnahme, denn alle anderen Rollen hier oben sind allein inhaltlich begründet, künstlerisch. So, kurze Zusammenfassung. Wir leben alle nicht vom Komponieren, sondern wir leben vom Lizenzieren und von Nutzungsvergütungen. Die drei wesentlichen Ansprüche, die wir aus dem Recht geltend machen können, um bezahlt zu werden, sind Lizenzvergütungen für die Einräumung meiner Rechte, Nutzungsvergütungen für die Nutzung meiner Rechte, also konkret an meinem Beispiel, wenn ich für einen Film arbeite, kriege ich eine Vergütung für die Einräumung meiner Rechte an den Filmhersteller, den Filmproduzenten, der gibt dann seinen Film mit meiner Musik an den WDR weiter, der WDR spielt den Film mit meiner Musik und dann gibt es eine Nutzungsvergütung und die gibt es vom WDR und nicht vom Filmhersteller. Das heißt, diese Last ist schon mal auf verschiedene Schultern geteilt, ganz wichtig, ist nämlich vielfaltsfördernd. Man kann viel mehr herstellen auf diese Weise, weil nicht die Last immer an einer Stelle sitzt. Und schließlich, und das habt ihr vielleicht mitbekommen, gibt es Leute wie Annika Decker zum Beispiel, Drehbuchautorin von Til Schweiger unter anderem, die ihn gerade verklagt. Er ist nämlich auch ihr Produzent darauf, dass sie kein Ohrhase oder irgendwelche dieser Filme geschrieben hat und damals eine Einmalvergütung bekommen hat und an den Erlösen nicht beteiligt worden ist. Und diese Erlösbeteiligung, darauf hat sie nach dem aktuell geltenden Recht einen Anspruch. Und das muss sie aber einklagen, weil die Produktionsfirma noch nicht mal bereit war, sie zu beauskunften darüber, in welchem Umfang tatsächlich Wertschöpfung erfolgt ist, unter Verwendung ihres Drehbuchs. Und es gibt ähnliche Beispiele, zum Beispiel der Kameramann Joost Vacano, der die Produktionsbeteiligten an Das Boot verklagt hat und der
typischerweise Ende 70 war, als er sich das leisten konnte, diese Klage zu erheben. Denn wer diese Klage führt, wird nie wieder beschäftigt. Das Problem des sogenannten Blackmailings. Ja, Blacklistings vielmehr. Blacklistings. Ne? Wir sind raus aus dem Spiel. Wenn ich jetzt klagen würde gegen den WDR, würde ich beim WDR nie wieder einen Job kriegen. Und es gibt Dutzende solcher Beispiele, die das belegen. So, ich bin ausgeschweift. Und Stefan guckt schon ganz, Professor Behrisch guckt schon ganz gestresst. Darum springe ich jetzt ganz viel weiter. Und zeige einmal kurz eine Folie, in der die künstlerische Intelligenz, künstliche Intelligenz und das maschinelle Lernen als Themen angezeigt werden. Und da gehen wir ja jetzt auch gleich hin. Im aktuellen Ringen ums Urheberrecht. Wir haben es also mit KI-Themen zu tun. Streaming ist ein ganz großes Thema, übrigens auch auf Bundesebene politisch. Steht sogar im Koalitionsvertrag, dass Streaming fairer gestaltet werden soll, was Vergütungsströme betrifft. Ungefähre Vertragspraktiken würde heute den Tag wirklich sprengen, ist aber auch ein sprengendes Thema, weil wirklich richtig viel Schindluder getrieben wird. Transparenzpflichten. Wir haben mit der Urheberrechtsrichtlinie eine Verbindlichkeit von Transparenzpflichten für jeden Verwerter bekommen und es weigern sich fast alle, dem Moment nachzukommen. Das heißt, wir müssen jetzt anfangen, wieder zu klagen an der Stelle, damit die Leute einer gesetzlichen Pflicht, uns darüber zu beauskunften, was in welchem Umfang, wo, wie genutzt wurde, nachzukommen. Das hat was mit der Asymmetrie in diesem Markt zu tun. Wir sind halt immer die mit weniger Liquidität und wir sind immer diejenigen, die das Nachsehen haben in diesen Verhältnissen. Und ganz, ganz große Sorgen, und wem sage ich das? Ich glaube, das wird hier den meisten bewusst sein, ist die Zukunft, gibt es um die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, denn das ist einer der größten Beschäftigungsmärkte für jeden, der Kultur in irgendeiner Form macht. Ob man Texte schreibt, ob man Musiker ist, ob man Komponist ist, ob man Filmregisseur ist, ob man Drehbuchautor ist, da lauert richtig Gefahr für unseren Arbeitsmarkt. Und ich glaube, das ist den meisten nicht so klar. Das muss ich jetzt unbedingt der Vollständigkeit halber noch einmal ansprechen. Wir haben es jetzt marktbezogen mit einem Gesamtblick zu tun gehabt. Und ich habe gerade vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gesprochen. Der sitzt hier. Der ist aber qua Definition nicht Teil der Kultur- und Kreativwirtschaft und qua Definition auch nicht Teil von Kultur. Und warum ist das wichtig? Naja, weil das ist ein Ministerium, das ist in einem Ministerium, dafür gibt es kein Ministerium. Und Dinge, die nicht gemeinsam gedacht werden und die nicht gemeinsam verhandelt werden, werden meistens auch als Problem nicht gemeinsam gelöst. Das ist ein Riesenproblem für uns, weil wir es mit konvergenten Entwicklungen zu tun haben. Gerade alle digitalpolitischen Themen sind längst ressortübergreifend. Das sind Querschnittsthemen, wie man in der Politik im Moment sagt. Und es gibt aber keinen Querschnitt im Handling der Probleme, sondern es wird immer schön nach Töpfchen geguckt. Ah nee, Urheberrecht gucken wir uns jetzt nicht an. Es führt sogar so weit, dass, wenn wir uns das hier mal nach Hoheiten angucken, Kultur und Medien in der Länderhoheit in Deutschland liegen. Das heißt, die sind die einzigen, die sich überhaupt äußern dürfen zu Kultur und Medien. Das darf nämlich der Bund gar nicht, weil er da kein Mandat hat, verfassungsgemäß. Der Bund hat aber das Geld, das es den Ländern ermöglicht, Kultur und Medien zu helfen, wenn sie in Krisen kommen. Was macht man da? Ja? Es ist aber witzig kompliziert und das führt uns natürlich jetzt unmittelbar hierhin. Ganz, ganz schneller Durchlauf, war alles nicht so gut, haben, glaube ich, viele von euch vielleicht mitbekommen und sind nach einem Jahr in einer Studie von Ernst & Young hatten die Bühnenkünste 90% Verluste, die Musik 67% Verluste, Umsatz wohlgemerkt, ja, also das sind einfach die nackten Zahlen, 56% bildende Kunst, Buchbranche und so. Das einzig gewachsene Segment, Games, wer hätte das gedacht? Ja, und was haben alle gemacht, nachdem sie nicht mehr arbeiten durften? Es war ja de facto ein staatlich auferlegtes Arbeitsverbot. Wir sind ausgewichen ins Netz. Ja, wir haben Streaming-Konzerte gemacht, Küchenlesungen und Gedöns. Und warum haben wir das gemacht? Naja, weil wir dachten, wir bleiben sichtbar, wir können Fankontakt verdichten, wir können weitermachen, uns aus der Ohnmacht lösen, wir können Einnahmen generieren bei einem Küchenkonzert. Ist euch klar, ne? Gibt's kein Modell für. Ach. War halt scheiße. Und dann haben wir gesagt, nee, ist aber scheiße. Und dann kam immer irgendein Fritz an und sagte, aber ist doch Werbung für dich, ist doch an dir jetzt Exposure hier draus zu machen. Ja? Und Exposure für mich als Musiker bedeutet, dass ich irgendwie cool aussehen muss, damit alle Leute nicht merken, dass es mir beschissen geht, weil nämlich das tatsächlich jeden Tag bei mir durchläuft. Ich komme gar nicht mehr zu Musik machen, vor lauter Steuern und
Förderabrechnungen und GEMA-Abrechnungen und Reklamationen. Ja? Und jeder von euch, der schon mal von Patreon gehört hat, weiß vielleicht nicht so genau einzuschätzen, dass das für die Leute die Hölle ist, die das machen. Klar, da gibt's Geld, aber das kostet so unglaublich viel Energie und Zeit. Und diese Energie und diese Zeit geht ab von der Kunst. Geile neue Welt. Wir haben also völlig fehlende Terms of Trade gehabt für die Verwertung kultureller Leistungen und Güter im Netz und nicht krisenfeste Rahmenbedingungen. Und das hat insbesondere damit zu tun, dass Staat und Gesellschaft überhaupt nicht wissen, worüber sie reden sollen, wenn sie mit uns reden. Wir haben es mit einer strukturellen Krise zu tun. Und wir haben es insbesondere auch mit zirkulären Strukturen zu tun. Wenn nämlich da oben was wegbricht, dann geht hier unten was kaputt. Und wenn hier unten was kaputt geht, dann kann da oben es nicht weitergehen. Die Dinge sind rekursiv. Das ist ein sehr schöner Satz, den wir uns jetzt sparen. Ich habe in einer Arbeitsgruppe des Kulturrats Nordrhein-Westfalen die Arbeit an einer Matrix koordiniert. Wir haben gesagt, wir müssen doch irgendwie wieder handlungsfähig sein. Wir müssen dem Staat auch helfen, dabei zu verstehen, was er tun muss. Und wir haben vier Dimensionen herausgearbeitet und wir haben ein paar Leitsätze drüber geschrieben, die ich sehr liebe. Das Brot des Künstlers ist Brot, nicht Applaus. Ne? Also uns hilft es nicht, wenn einer um 21 Uhr auf seinem Balkon eine Kerze anmacht. Ist irgendwie schon schön, aber ich kann leider meine Miete nicht damit bezahlen. Kulturelle Arbeit ist Arbeit, wird als solche nicht anerkannt. Und das ist ein ganz großes Problem jetzt in der KI-Debatte, weil unsere Arbeit nicht als Arbeit anerkannt wird, sondern das Zeug ist da, es liegt auf Festplatten, überall, jeder kann sofort zugreifen auf jeden Ton Musik, der jemals digital irgendwie hinterlegt wurde. Ja? Und niemand begreift, dass da Menschen hinterstecken. Wir müssen also die Rahmenbedingungen verändern. Und das heißt, wir müssen erstens die Pflicht zur Bezahlung etablieren. Wir müssen zweitens Standards für die Bezahlung etablieren, also Basis- und Mindesthonorare. Wir müssen Absicherungsmaßnahmen ergreifen, zum Beispiel für junge Familien im Freiberuflerbereich. Ganz, ganz großes Problem. Was ist denn mit denjenigen, die Kinder kriegen und dann plötzlich nicht mehr weiterarbeiten können, zumindest nicht mehr so wie üblich? Lassen wir die fallen oder versuchen wir anzuerkennen, dass es sinnvoll wäre, ihnen eine staatliche Stütze zu geben an der Stelle? Ein Beispiel, ne? Rücklagen, Krankheitsausfälle, Altersvorsorge, es ist ein katastrophales Feld und wirklich, ich kenne mich da aus. Und dann schließlich, und das ist mein Steckenpferd, darum habe ich das da rein lobbyiert in unsere vierdimensionale Matrix. Die vierte Dimension ist meine Lieblingsdimension. Wir brauchen eine Best-Practice-Verpflichtung für jeden Zuwendungsempfänger öffentlicher Mittel bis hin zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir müssen jeden, der öffentliches Geld in die Hand bekommt, also nicht am Markt erwirtschaften muss gewissermaßen, dazu verpflichten, über dem Branchendurchschnitt zu vergüten. Denn vor Gerichten ist das automatisch eine Neudefinition dessen, was branchenüblich ist. Die Branchenübung ist nämlich ein Teil der Parameterisierung, die herangezogen wird, um die Angemessenheit einer urheberrechtlichen Vergütung zu ermitteln. Ob eine Vergütung angemessen ist, hat nicht zuletzt was damit zu tun, wie üblicherweise vergütet wird. Ja, und wenn wir auf die Weise dafür sorgen würden, dass mit die größten Geldempfänger in dem Bereich signifikant einen Lift herstellen würden, dann würde das was verändern. Gerichtsfest. So, ein Blick auf die Digitalpolitik. Wir müssen schneller werden, wir müssen konvergenter werden, wir müssen mehr in Vernetzungen denken, wir müssen viel mehr über Vielfalt und über Nachhaltigkeitskonzepte nachdenken. Und das kann ich uns aber jetzt leider nicht weiter im Detail präsentieren. Stefan, habe ich 5 Minuten mehr? Ja, also ich glaube, das schaffe ich dann. Heute Morgen, ich war noch gar nicht aufgestanden und habe wie immer als erstes mit meinen kaputten Augen so. Und da bekam ich eine E-Mail von Music Tech Germany, einem Dachverband für die Tech-Unternehmen in der Musik. Und die haben mich eingeladen zu einer Veranstaltung am 2. Oktober in Berlin. The overall topic this time will be about how we as humans can enhance our artistic virtuosity by utilizing AI in the music production process. Also unsere Virtuosität, unsere künstlerische Virtuosität wird durch AI-Tools an der Stelle erweitert, befördert, nach vorne gebracht. Ich kriege da Pickel. Also ich bin wirklich der Letzte, der sagt, benutzt keine AI oder keine KI. Natürlich, die ist da, wir benutzen die alle und wir sollten das auch tun, allein schon, um zu wissen, ob das gut ist, ja, um zu wissen, was das tut und kann. Aber meine artistische Virtuosität, bitte, die hat doch nichts damit zu tun, ob da irgendwie ein kaputter, geschredderter
Rauschklang aus irgendeiner Dose rauskommt. Virtuosität wäre bei mir darin, dass ich das beherrsche, dass da irgendwas Sinnvolles rauskommt und dann ist das nichts, was mich enhanced, sondern dann enhance ich das System. Ja, diese komplette Verdrehung der Perspektiven, die ist total bezeichnend für den Umgang mit diesen Themen. Und da bin ich wirklich richtig dogmatisch geworden inzwischen. Und das bin ich gar nicht von Anfang an gewesen, sondern es kotzt mich so an, wie mit Begriffen wie Intelligenz und Kreativität hier Schindluder getrieben wird. Einfach, weil man es besser verkaufen kann. Dazu ist zu sagen, dass wir bislang tatsächlich, und das hat Jevgeny vorhin auch schon angesprochen, gar keine Legaldefinition haben von künstlerischer Intelligenz. Und Jevgeny hat was sehr Wichtiges gesagt, wir müssten eigentlich viel mehr über maschinelles Lernen sprechen. Ja, maschinelles Lernen, neuronale Netze, das sind die Technologien, die unter der Haube laufen. Tatsache ist aber, wenn wir über maschinelles Lernen sprechen, dann ist der Diskurs, insbesondere der politische, nicht abgeholt. Also ich muss als politischer Akteur natürlich die Begriffe verwenden, die auch verwendet werden. Und dann benutze ich halt diesen Sammelbegriff. Ja, es gibt aber keine eindeutigen, sowohl rechtlichen als auch wissenschaftlichen Begriffe, was eigentlich genau inkludiert ist und was nicht dazugehört. Also benutzen wir es auch hier als Sammelbegriff. Und ist egal. So, wie ist der aktuelle Status quo? Wir haben eine lineare gesellschaftliche Entwicklung, die hier gar nicht abgetragen wird, sondern hier haben wir das exponentielle Wachstum der Technologie. Exponentiell in Klammern, weil darüber kann man trefflich diskutieren, ob die Technologie ein exponentielles Wachstum hat oder der Ressourcenzufluss im Moment exponentiell ist. Denn die Trainingsprozesse laufen auf NVIDIA-Servern im Wesentlichen und die waren ganz lange kaum zu kriegen. Und dadurch, dass im Moment unfassbare Kapitalmengen in den Bereich dieser Unternehmen laufen, weil die Nachfrage so explodiert, können die sich plötzlich viel mehr von diesen Servern entweder dazu buchen oder kaufen. Ja, das ist also wirklich so eine ernsthafte Debatte, ob wir es technologisch mit einem solchen Wachstum zu tun haben oder ob es eher ressourcengetriebenes Wachstum ist. Das ist aber völlig egal für uns alle. Wir müssen das gar nicht wissen, denn das Wachstum ist da. Und das ist die Lernkurve der Gesellschaft. Die ist nämlich linear, logarithmisch, also auf jeden Fall ganz, ganz langsam. Und hier gab es einen Punkt, wo die sich begegnet sind. So, das ist vorbei. Ja? Und das ist der Zugriff auf die Technologie seit November. Und der ist rekursiv. Der geht nämlich in das Wachstum mit rein. Ja? Also unsere Neugier, unsere Ausprobieren ist ein Teil dessen, was passiert und feuert den Prozess an. Und da sind plötzlich diese Begriffe, die hat Jevgeny zum Teil auch schon angesprochen, Halluzinationen, wir sprechen über das Training an der Stelle, Over-Reliance, ganz wichtig, weil ich hatte ja vorhin schon gesagt, wir müssen die Rezeption und unser Verhalten von dem Verhalten der Kisten trennen, der Maschinen trennen. Und Over-Reliance ist ein ganz großes Problem, was zurückzuführen ist auf erstens menschliches Verhalten per se, zweitens aber auch auf einen Mangel an Medienbildung, dass wir nämlich Maschinen einfach glauben, wenn sie was raushauen. Das sieht ja echt aus, also ist es wahrscheinlich echt. Und wir haben eine Situation, wo die Erzeugnisse, die Bilderzeugnisse zumal, aber wir haben es vorhin noch gehört, die Sprecherzeugnisse zum Beispiel auch, solcher Maschinen eine Qualität haben, die wir nicht mehr unmittelbar als nicht originär, als nicht echt detektieren können. Das heißt, wir haben eine Situation, wo Bilder und Töne, die wir hören, möglicherweise gar keinen Dokumentencharakter mehr haben können, kein Ausweis mehr von Wirklichkeit sind. Und damit ist die Frage im Raum, wie eigentlich die gemeinsame Wahrheitsbasis unserer gesellschaftlichen Verhandlungen überhaupt in Zukunft da sein wird. Im Moment haben zum Glück Päpste in Hip-Hop-Klamotten noch 6 Finger. Ja, das kriegt man schon noch spitz. In dem Moment, wo die KI das wirklich abschließend gelernt hat, und sie ist eigentlich gerade da, haben wir zum Beispiel diesen Hinweis schon nicht mehr. Das ist Quatsch, das ist wichtig. Anthropomorphisierung. Also wir zahlen einen hohen Preis dafür, dass wir uns entschieden haben, diese vermenschelnden Begriffe für die Technologie zu verwenden. Und achtet mal drauf, und ich nehme an, alle, die hier sind, gucken regelmäßig irgendwelche Newsfeeds an. Es gibt keine Bebilderung von KI-Artikeln ohne einen Kopf und ein Gehirn. Ja? Hände, Köpfe, Gesichter, Gehirne. Immer ist etwas Menschliches in den bildgebenden Illustrationen dieser Themen mit drin. Und das ist tatsächlich in mehr als einer Hinsicht problematisch. Auch das Gegenteil ist problematisch. Wir neigen nämlich immer mehr und schon wieder, so wie in den 80er Jahren im Zuge des sogenannten Kognitivismus, dazu, Menschen als Maschinen zu beschreiben.
Ja, weil das so naheliegend ist, diese Analogien herzustellen. Es ist aber alles Unsinn. Es ist einfach nicht richtig. Es ist einfach inadäquat. Und wir ändern dadurch aber die Kategorien in unseren Köpfen. Und da wir Menschen, Tiere mit kategorialer Weltwahrnehmung sind, ist das ein Problem. Wir sehen nämlich immer nur Dinge, die wir sehen können. Das wäre jetzt schön, die Zeit haben wir aber, glaube ich, nicht. Wie ist es denn eigentlich mit dem stochastischen, also dem statistikbasierten Lernen der Systeme? Ist es tatsächlich genau das, was wir Menschen auch tun? Ich halte das für Quatsch. Ich weiß zum Beispiel, dass ich wirklich sehr viel Musik kenne, aber sehr viel Musik ganz explizit auch nicht, weil sie mich nicht interessiert und weil ich sie ausgegrenzt habe aus meiner Wahrnehmung. Und also das ist jetzt anekdotische Evidenz, weil möglicherweise kennt ihr ja alle alles. Ja, und habt einfach genau das Weltwissen der Musik in ihren Köpfen. Ich glaube das nur nicht. Ja, das heißt, die Unterschiedslosigkeit dessen, was trainiert wurde, die Unterschiedlichkeit dessen, was in vollen Datenbanken da abgelegt wurde, macht schon einen fundamentalen Unterschied zu unserem Umgang mit kulturellen Gegenständen. Denn wir können kulturelle Gegenstände gar nicht ohne Sinnbehaftung und ohne Bedeutungszuweisung kennenlernen. Ja, wenn wir uns etwas merken, dann hat das schon eine Bedeutungszuweisung. Und in diesen Maschinen liegen lauter Dinge, die keine Bedeutung haben, sondern einfach nur Parameter sind. Und ich glaube, dass einfach so zu tun, als ob unser Lernen jemals als Musiker, wisst ihr alle, was motorisches Lernen bedeutet. Ich habe kürzlich in der Philharmonie gesessen in Köln bei einem Konzert, wo ich mir das Programm gar nicht genau angeguckt hatte, sondern irgendjemand sagte, komm mit. Und dann spielten die die Siebte von Dvořák. Und ich saß da und konnte jeden einzelnen Fingersatz der ersten Geige mit nachvollziehen, 50 Minuten lang, weil ich das motorisch gelernt habe. Ja, diese Art von Lernen, eine so tiefe Art des Lernens, die bei mir auch was mit meiner Erinnerung an die großartige Zeit, als ich das damals gespielt habe, mit sich bringt, das ist eine Art, wollen wir hoffen, dass die Maschinen das auf absehbare Zeit nicht können. Ich glaube im Übrigen auch nicht, dass sie es lernen können, aber auf jeden Fall tun sie es im Moment nicht. Und das macht einen Unterschied. Wir haben vorhin von Sinnstiftung in der Arbeit gesprochen und jetzt sprechen wir von Sinnstiftung im Lernen. Und ich glaube, das definiert einen fundamentalen Unterschied. Wir sind nochmal bei Boomi. Ich hatte vorhin schon gesagt, dass wir es mit 17,5 Millionen Tracks zu tun haben, die da geschaffen wurden. Vor einigen Monaten, im Mai, wurden pro Tag 120.000 Tracks veröffentlicht über die internationalen Streaming-Plattformen. Wer sich zuletzt ein bisschen mit den Branchen-News auseinandergesetzt hat, weiß, wie viel davon weißes Rauschen ist oder Meeresrauschen oder solche Dinge. Und das Interessante ist, das wird sogar nachgefragt. Ja. Also ich würde gar nicht sagen, dass das alles Bullshit ist, sondern es ist anders motiviert, aber jedenfalls sind es im urheberrechtlichen Sinne keine Werke. Und da haben wir schon längst ein Problem, dass nämlich die Unterschiede diffundieren, ja, die Kategorien grenzen. So, das ist das Letzte, worauf ich jetzt noch kommen will, das ist nämlich wirklich wichtig. Wir haben also längst eine Entwicklung, die, und das habe ich vorhin auch schon an einer anderen Stelle mal angesprochen, einer Stereotypisierung der Inhalte Vorschub leistet, in denen nämlich die abgegriffenen Daten in die Neuschaffung von Inhalten für die Plattformen reinfließen. Ja? Und wir haben es mit, es gibt eine neue Theorie und diese Theorie ist sehr, sehr interessant. Die heißt, die ist bezeichnet als quantitative Ästhetik, die Theorie der quantitativen Ästhetik. Geht davon aus, dass wir es fast grundsätzlich im Moment mit Tendenzen zu einer formalen und ästhetischen Stereotypisierung zu tun haben. Und dieser wahnsinnig schöne Satz, es gibt keine Taxonomie für Kontexte, für Filmkomponisten ist das ganz entscheidend. Ja? Das Einzige, was Sinnstiftung überhaupt ermöglicht im Film, ist nicht die Schönheit der Melodie von John Williams, sondern der Zusammenhang, in den diese Melodie gebracht wird. Und also Kontexte stiften den Sinn. Und wenn wir das aber nicht messen können, dann können wir es in diesen Systemen auch gar nicht abbilden. Und das heißt, wir verzichten darauf, das, was eigentlich kulturell wertvoll macht, überhaupt noch in solchen Theorien zu fassen. Wir reden nicht mehr über Gänsehaut, wir reden nicht mehr über Schönheit. Ja? Wir reden nicht mehr darüber, was es bedeutet. Ich war neulich bei meinen relativ gut bekannten Kollegen Annemarie Kantereit im Fußballstadion in Köln, 50.000 Leute. Ja? Und der Moment, wenn 50.000 Leuten 48.000 ihre Smartphone-Lampen anmachen, ja? Ob man das jetzt gerade schön findet oder nicht, man kann nicht keine Gänsehaut haben. Ja, und das Irre an so einer Situation ist, die kann ich nicht auf ein Foto bannen. Was ich in dem Moment erlebe, das ist in mir irgendwie vielleicht so, dass es nachschwingt, aber ich kann das nicht mitnehmen, ich kann das nicht konservieren, ich kann das nicht digitalisieren. Das ist das Kulturelle, worüber wir sprechen und was es zu verteidigen gilt.
Ich glaube, ich werde die Folien zur Verfügung stellen. Das würde uns jetzt wirklich zu weit bringen. Das finde ich noch sehr schön. Ich hatte vorhin schon gesagt, AI-Bilder sind keine Fotografien. Na klar, es wird ja nichts belichtet. Ja, Fotografie ist definiert als die Belichtung. Ja, über die Belichtung. So. Und über solche Kleinigkeiten müssen wir viel mehr nachdenken. Ganz am Schluss. Nein, das ist zu weit am Schluss. Auf einem parlamentarischen Abend der Initiative Urheberrecht im April sagte der KI-Forscher, Lehrstuhlinhaber für Informatik, Sebastian Stober, die KI ist nicht das Problem, sie verstärkt es nur. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiger Satz, weil es bringt auch gar nichts, da irgendeine Verteufelung vorzunehmen. Das interessiert mich, das will ich auch nicht machen. Ich hoffe, das wird nicht so verstanden, ja? Sondern ich glaube, wir sind ein Teil des Problems, unser Umgang damit. Deswegen ist auch unser Ansatz für Regulierung, dass der Umgang mit KI reguliert werden muss. In ungerechten Strukturen kann KI wie ein Brandbeschleuniger wirken. Das ist eine der Folgen des Bias, von dem wir vorhin schon sprachen. Es bedarf dringend eines Dialogs mit allen Beteiligten im Sinne aller. Und das heißt, wir haben es mit Bias zu tun, mit Over-Reliance, mit mangelnder Medienbildung, mit Wahrheitsverlust, mit dem Diebstahl, den ich am Anfang geschrieben habe, unterm Strich. Aber selbst wenn wir das mit dem Diebstahl nicht ernst nehmen und wenn das vor Gerichten nicht so durchsetzbar wäre, das so anzuerkennen, hätten wir es immer noch mit einer Devaluierung, also mit einer Entwertung, einem immensen Wertverlust geistiger, kultureller, künstlerischer und publizistischer Arbeit zu tun. Und da an der Stelle verweise ich auf Walter Benjamin und das kleine Reklamband in den meisten Fällen, sein Buch Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Da nimmt er nämlich vieles davon vorweg, in den 40er Jahren. Die Politik kann sich nicht erlauben, dass die Lücke zwischen dem technologischen Fortschritt und der demokratischen Kontrolle zu groß wird. Genau. Darum wird es nämlich schlussendlich gehen. Und ich glaube, damit wären wir an dem Punkt.